Also der geht fürchterlich ab. Das Ding ist echt brutal. Ein Dyson-Killer. Das ist momentan der stärkste Akkustaubsauger, den es im Markt gibt. Mit 190 Airwatts. Also der reißt, also der saugt einem die Bude leer. Ne? Ich mag sowas. Und ihr seht auch hier vorne die Restlaufzeit. Dieser Ring verändert sich, der grüne. Wenn jetzt viel Dreck angesaugt wird, würde der Ring dann unter Umständen orange werden oder rot. Und auch diese Linie würde sich verändern. Meine lieben Dampfer, Raucher, Nichtraucher und Kiffer, ein neues fantastisches Video steht jetzt an. Ja, Leute, schwitzt ihr auch so wie der kleine Perle? Mann, oh Mann, ich kann euch sagen, die letzte Woche war ganz schön warm. Ein bisschen nicht Powerade, ein bisschen Tritop, Waldmeister. Ziehen wir uns jetzt mal rein, damit ich hier nicht sterbe. Das Fenster habe ich zugemacht, damit ich mir hier nicht bei dem ganzen Licht hier die ganzen Millionen Mücken reinkommen und mich auffressen. Eine Hitze, echt. Aber wir wollen nicht jammern. Der Sommer ist da. Und ja, das Wetter ist schön. Und da wollen wir nicht rumheulen. Ja, worum geht es in diesem Video? Es geht mal wieder, ihr seht es hier. Hier ist ein neuer Karton. Und da steht drauf, Dreamy Cordless Vakuum T30. Das ist der T20. Und das wäre der T30. Den muss ich aber noch aufmunitionieren. Hier ist ja der HEPA-Filter drin, ich zeige euch das nachher noch. Das hier ist der Dyson-Killer. Ja, ihr seht, das ist hier alles offen. Warte mal, jetzt muss ich mir das mal überlegen. Erstmal Klappe zu. Dann muss ich... Genau, dann muss ich den... Moment. Dann muss ich... Hä? Hier ist der Filter. Wo ist denn... Ach, da. Die Zyklone-Einheit hier wieder einbauen. Ich hoffe, sie ist jetzt trocken. Ja. Sie ist trocken. Jo. Sie ist trocken. Zyklone-Einheit hier wieder rein. Gegen den Uhrzeigersinn. Vorsichtig. Sag mal. Jo. Zyklone-Einheit rein. Zack. Den Vorfilter rein. Und das ganze System rein. Andersrum. Ne, so. So rum. So. Und zack. Und ja. Ui. Ich mach mal auf Auto. Das ist Auto. Heute geht es um den T30 versus T20. Sie sehen ziemlich identisch aus, sind aber nicht identisch. Das ist der, den mache ich auch mal auf Auto. Mittlere Stufe, dann mache ich den auch auf mittlere Stufe.
So, das ist hier die Lautstärke des T20. Und das hier ist der T30. Ihr hört schon einen Unterschied. Der geht schon heftiger ab. Und jetzt schalte ich mal hier in den Turbo-Modus und hier in den Turbo-Modus. T20. Ja, T30. Also der geht richtig steil, der T30. Das ist der Automodus. Das ist den, so wie ich ihn benutze. Deutlich leiser als der T20. Man mag es nicht glauben. Sie sehen identisch aus. Aber das ist das stark gepimpte Modell. Das ist jetzt momentan das Flaggschiff der Firma Dreamy. Zu diesem Flaggschiff der Firma Dreamy komme ich denn noch. Ihr seht es hier auch mit dem LCD-Ring und so. Also der geht fürchterlich ab. Das Ding ist echt brutal. Ein Dyson-Killer. Das ist momentan der stärkste Akkustaubsauger, den es im Markt gibt. Mit 190 Airwatts. Also der reißt, also der saugt einem die Bude leer. Ne? Also wenn ich jetzt hier einmal starte, der saugt mir hier alles an. Den stelle ich euch hier heute vor. Ein richtig geiles abgefahrenes Teil. Für jeden, der einen T20 hat, würde ich sagen, ist es nichts, weil der T20, also die Unterschiede sind dann nicht so gigantisch, dass ich sagen würde, den T20 weg und dafür einen T30. Aber der noch kein Dreamy hat, also für den, also dieses Flaggschiff. Also wenn man sich überlegt, einen T20 zu kaufen, kann man gleich zum T30 greifen, insbesondere, weil der nicht mehr kostet als der T20 mit einem Akku. Also wirklich brutales Teil. Ne? Also richtig geil. Zeige ich euch nachher mit Carbonbürsten und Winkel. Ich kann euch ja schon mal ein bisschen heiß machen. Hier ist sie. Diese Winkelhalterung, die kann man einmal abknicken. Da kann man wirklich so horizontal unter die Möbel. Praktisches Zubehör. Ein federleichter Carbon-Schlauch. Kein Metall mehr, das ist Carbon. Also Fiberglas. Sagt man dazu Fiberglas? Ich glaube ja, Fiberglas. Dann hat der natürlich noch der T30. Der hat echt sinniges Zubehör. Zum Beispiel eine beleuchtet, das war jetzt Automodus, ne? Der zieht im Automodus schon brutal los. Im Turbo-Modus traue ich mich gar nicht, da saugt er meine Hand wahrscheinlich ein. Eine beleuchtete Fugenbürste und all so ein Zeug. Also der ist echt Porno. Den stelle ich euch in diesem Video vor, nachdem ich was getrunken habe. Ich habe auch keine, ihr seht schon wieder, es bildet sich schon wieder Schweiß. Ich habe heute auch keine Mütze auf, weil ich hier nicht sterben will. Wenn ich mir hier eine Mütze aufsetze, dann habe ich hier so einen Schweißring drin. Ich bin hier am Ölen wie Sau, das ist hier heiß drin. Obwohl ich jetzt die Fenster eben aufgehabt habe, aber heute hatten wir auch schon wieder, ich weiß nicht, wie viele Millionen Grad draußen sind. Also wenn ich das Fenster aufmache, dann kommt ein bisschen kühle Luft rein, also 25, 26 Grad kühle Luft. Richtig kühl ist es auch nicht. Also seht es mir nach, dass ihr mit meiner, ich gehe ja nicht mehr zum Friseur, ich mache das ja alles selbst. Also mit meinem selbstgeschnittenen Haaren sozusagen hier sitze. Mit meinem 49 Euro Panasonic Rasierer, mit dem ich mir auch den Bart mache. Beauty-Tipps mit Perle, falls euch das interessiert. Damit schneide ich mir auch meine Haare. Ja, heute geht's um Sauberkeit. Ihr seht hier hinten noch einen Staubsauger. Das ist aber so die Fraktion Staubsaugroboter mit LiDAR-System. Und dann habe ich noch hinter mir etwas. Ich hatte euch das ja versprochen, dass ich mir das holen werde. Und zwar ist das hier der X-Ride i1. Display Pro zum Kalibrieren meines Monitors, zum Kalibrieren meines Fernsehers, zum Kalibrieren meines Beamers. Fangen wir also mit dem Smalltalk an, bevor wir zum Staubsauger kommen. Ich habe auch schon wieder einige Notizen gemacht. Es gibt wieder ordentlich was zu berichten, zu erzählen und zu zeigen. Aber bevor ich damit anfange, ein bisschen Smalltalk. Dieses Video darf aber nicht ganz so lang werden, weil morgen früh muss ich, also in wenigen Stunden muss ich wieder früh aufstehen, weil ich mir meinen Reisepass abhole. Damit können wir ja schon mal anfangen. Mein Reisepass, mein Personalausweis sind endlich angekommen. Ich habe vor 2 Wochen habe ich einen Brief von den Stadtwerken, von dem, sag mal, wie habe ich den Namen denn hier ausgeredet? Dieser ist ja nur richtig, so ist besser, ne? Habe ich einen Brief bekommen, so von mir, mein Personalausweis wäre fertig. Sagte diese Ilse auch, dass das ein bisschen schneller geht und
letzte Woche habe ich einen Brief gekriegt, dass mein Reisepass fertig ist. Subi, den hole ich, also meinen Personalausweis und meinen Reisepass hole ich in wenigen Stunden ab. Also in 6 Stunden stehe ich wieder auf. Da wollen wir wahrscheinlich wieder 3 Stunden Video, also pennen wieder 3 Stunden mehr. Also ein richtiger Mann braucht ja nicht mehr als 3 Stunden. Ne? Ihr wisst es, wir brauchen schon mehr Schlaf. Schlafen können wir, wenn wir tot sind. Ne? Ja, Prost. Ah, Waldmeister, lecker. Ah, da werde ich wahrscheinlich in diesem Video mindestens 3 Flaschen trinken. Ja, also das hole ich morgen früh ab. Das bedeutet natürlich auch Reisepass. Dann kann ich endlich meine ESTA beantragen mit meinem neuen Reisepass. Also meine USA-Einreisegenehmigung, die ja für 2 Jahre lang gültig ist. Da mache ich dann wahrscheinlich auch nochmal ein Video so, USA-Reisevorbereitung 5.0 müsste das dann mittlerweile schon sein. Es gibt doch ein paar Änderungen so, ein paar Veränderungen zu meinen anderen Updates. Also da muss ich nochmal wieder ein neues Update machen. Da mache ich auch nochmal ein eigenes Video. Ja, mein Horst ist mittlerweile informiert. Das Einzige, was mir noch fehlt, sind die Flüge. Die werde ich jetzt wahrscheinlich auch buchen. Und ja, es wird dann wieder losgehen. Noch sind die, ja, ihr wisst, noch sind die Grenzen zu. Die Amis hätten normalerweise schon die Grenzen aufgemacht. Das Problem ist bloß, die arbeiten sehr eng mit den Kanadiern zusammen. Ich will so unter uns, können wir immer aus dem Nähkästchen plaudern. Die arbeiten sehr eng mit den Kanadiern zusammen. Und die Kanadier haben ja da auch irgendwie so eine komische Variante. So eine, dieses C-Virus, wovon die ganze Welt momentan so redet. Und die Nachrichten vor allen Dingen euch in Panik versetzen und. Jedenfalls, Kanada hat da jetzt momentan leichte Probleme, die USA nicht haben. Die impfen da ja wieder. Und die Papierbilds in Kanada, da ist irgendwie so eine Variante, die die Amerikaner dazu nötigt, so zu sagen, nein, wir machen die Grenzen noch nicht auf, solange die da in Kanada wegsterben. Wegsterben wie die Wilden. Und dann gehört Kanada als dieses Bundesland wahrscheinlich als 51. Mit zu USA. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen Unsinn. Jetzt könnte ich natürlich mal Google fragen. Okay, Google. Wie viele Bundesstaaten hat die USA? Laut About the kleiner als B größer als USA kleiner als B größer als. Insgesamt bestehen die USA aus 50 Staaten sowie Washington D.C. Die letzten beiden Staaten, die der Union beigetreten sind, waren im Jahre 1959 Alaska und Hawaii als 49. Ja, ist gut. Wären fast 51 geworden, weil Puerto Rico wäre ja 1900, wann war das? 98, wo ich war ja mal mit einer Puerto Ricanerin mehrere Jahre zusammen. Da war großes Thema, ob Puerto Rico der USA beitreten sollen als Bundesstaat. Haben sie aber abgelehnt. Die sind also weiterhin unabhängig, aber natürlich auch abhängig von den USA. Also jedenfalls sind es 50. Und ja, der 51. Staat könnte Kanada werden, wenn die alle tot sind. Ne? Wir wissen ja, die Amis. Unser. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Also die USA macht die Grenzen zu Kanada nicht auf, solange in Kanada so ein bisschen das Ganze noch so ein bisschen am Brodeln ist, was den C-Virus angeht. Jetzt kommt der Hintergrund. Sie haben sich nämlich gesagt, die USA und Kanada sagen sie, wenn wir die Grenzen aufmachen, dann machen wir beide die Grenzen auf, also für Nordamerika, dass wir Nordamerika komplett öffnen. Ja, gehört natürlich Kanada dazu und die USA. Also ist in den USA irgendwas im Maul, macht Kanada nicht auf und umgekehrt genau das Gleiche. Und das ist jetzt gerade der Fall. Man rechnet damit, dass das also vielleicht im August, im September, dass es dann losgehen kann. Also ich nehme ganz, ganz fest an, dass ich dieses Jahr in die USA fahren kann. Deswegen werde ich die ESTA beantragen. Mein Host ist auch schon informiert wegen meinem Reisetermin und der Reservierung des Hotels. Der Start gibt es noch in Las Vegas. Las Vegas ist wieder alles normal sozusagen. Also in Las Vegas ist die Normalität eingekehrt, in Anführungszeichen die Normalität. Ist natürlich auch viel pleite gegangen in der letzten Zeit. Und und Flüge werde ich auch buchen. So. Dann bin ich reisebereit. Dann brauche ich nur noch Koffer packen und dann Attacke, dann geht's los. Also einen Tag vorher ein paar Sachen reinschmeißen und dann rüber in die USA für eine längere Zeit. Was ist noch passiert? Mein Antrag, ich hatte es im letzten Video gesagt, mein Antrag hier auf 4-Tage-Woche habe ich abgegeben. Muss ich ein halbes Jahr vorher machen, das ist ja Tarif. Verkürzte Vollzeit nennt sich das. Und ich werde jetzt ein Jahr lang verkürzte Vollzeit machen. Zumindest mal testen, wie mir das so gefällt. Ist ein bisschen weniger Geld. Für 4 Tage, also ich kriege ja dann auch noch für 4 Tage bezahlt, aber das, da habe ich kein Problem mit, das ist dann schon in Ordnung so. Dafür habe ich dann ja auch einen Tag mehr frei. Ne? Ja, das ist passiert. Was ist denn noch passiert? Ach so, ja, mein Beamer hier über mir, da oben, und meine Leinwand, das habe ich natürlich alles mittlerweile schon optimiert. Das ist jetzt alles fertig. Also, es war ja so, ich musste,
Also es läuft ja alles per Funk. Das heißt also, wenn ich jetzt, wo ist die Beamer-Fernbedienung? Hier ist meine Optoma-Beamer-Fernbedienung. Also wenn ich jetzt den Optoma hier oben anmachen würde, dann würde mir die Leinwand runterfahren. Wenn ich den Optoma ausmache, würde die Leinwand rauffahren. Wenn ich den Optoma anmache, fährt die Leinwand runter. Und ihr wisst ja, das Bild wird ja per Funk übertragen an meinen Beamer. Also an meinem Beamer ist nur ein, da oben ist nur ein 200, so machen wir es mal so, da oben ist nur ein 220 Volt Netzkabel angeschlossen, weil er nix. Naja, schon. Die HDMI-Funkstrecke, die wird aber vom Beamer gespeist. Und dann ist natürlich noch für meine Leinwand eine Funkfernbedienung. Das ist eine Infrarotfernbedienung, steht hier auch drauf. IR, Remote IR. Und oben steht Remote Funk oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie so jedenfalls so ein Funkding. Und ich hatte es euch im letzten Video gezeigt mit dem 12 Volt Triggerausgang. Und das funktioniert ganz wunderbar. Das Einzige, worauf ich jetzt noch warte, achso, ja, das Bild wird dann per Funk zum Beamer übertragen und hochskaliert auf 4K. Funktioniert wunderbar. Und meine Infrarot, ich sagte ja, wenn die Leinwand runterfährt, deckt sie alle Geräte ab. Also sprich, ich kann meinen Blu-ray-Player nicht mehr bedienen, ich kann meinen AV-Receiver, meinen Onkyo nicht mehr bedienen, weil das alles abgedeckt ist von der Leinwand. Dafür habe ich jetzt diese von dem Funksender, dieses Funksendesystem, der WHD 200 war das, glaube ich. Ne? WHD 200 habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Der bietet dann die Möglichkeit mit so einer Infrarot-Kabelpeitsche, dass wenn ich Infrarot-Signale, also Blu-ray, denn mein Blu-ray bedienen will, zum Beispiel Stopp, Pause, wie auch immer, dann gehen die Infrarot-Signale zu meiner Leinwand und werden gespiegelt oben in diesen, ich kann es euch mal zeigen, hier oben in diesen Funksender rein. So, und hier übrigens auf der Seite seht ihr mit dem 12-Volt-Triggerkabel meine Leinwandsteuerung, meine automatische. So, geht dann, also das Infrarotsignal geht da ja in diesen, in den Funktrigger rein, also in mein HDMI-Übertragungssystem. Das wird dann rüber geschickt zum Transmitter und der Transmitter haut's raus über diese Kabelpeitsche mit den drei Infrarot-Sendern. So, und jetzt habe ich einen Infrarot-Sender unter meinem, das könnt ihr euch dann zeigen, wenn es dann soweit ist, wenn ich dann ein eigenes Video zumache zu meinem Beamer und den ganzen Scheiß hier. Vor meinem Blu-ray-Player und vor meinem Media-Player, vor meinem Android-TV-Player habe ich einen so einen Trigger installiert und so einen Infrarot-Sender installiert und an meinen AV-Receiver habe ich das gemacht. Funktioniert ganz, ganz ausgezeichnet. Allerdings musste ich die Kabel jeweils zweimal zerschneiden, weil obwohl das Zeug lang ist, war es nicht lang genug, damit ich es möglichst elegant verlegen kann. Also habe ich die Kabel durchgeschnitten und jeweils einen halben Meter verlängert. Und dadurch konnte ich das Ganze schön elegant verlegen. Also musste ich hier so ein bisschen rumbasteln, damit das alles so funktioniert oder so optisch so rund aussieht, wie ich das haben will. Das Einzige, was jetzt noch nicht funktioniert, ist, wenn ich die Leinwand runterfahre, sie bleibt nicht automatisch stehen. Also die hat einen 60 cm Vorlauf. Das heißt, also wenn sie jetzt runterfahren würde, würde sie bis auf den Boden fahren. Völlig unrealistisch. Ich lasse sie 40 mal 45 cm vom Boden, lasse ich sie stoppen. Also muss ich sie, wenn sie jetzt runterfährt, wenn ich den Beamer anmache, drücke ich auf Stopp und dann fährt sie runter. Also jetzt zum Beispiel, nee, mache ich nicht. Ne? Also mache ich nicht, würde ich auf Stopp drücken, damit sie die richtige Höhe hat. Also das kann ich schon auf ein paar Millimeter genau einstellen. Das funktioniert von Hand. Allerdings hat das Ding ja, wenn es voll ausgefahren ist, 60 cm Vorlauf. Ich habe da nur noch einen 20. Ich brauche eigentlich nur einen 20 cm Vorlauf, so den Dreh. Und das kann man einstellen, hardware-seitig in der Leinwand. Allerdings mit einem imperialen Kugelkopf-Imbus. Ich brauche einen imperialen Kugelkopf-Imbus, ein 532er. Den habe ich im Zulauf von Stanley. Kommt hoffentlich bald hier an. War nicht ganz so einfach zu kriegen. Weil den brauche ich, da stelle ich nämlich über eine Imbusschraube, die aus Kunststoff ist, in der Leinwand ein. Das Ganze ist nicht ganz so einfach, das ist ein bisschen tricky, da muss man aufpassen, dann kann die Leinwand auch schnell kaputt machen. Normalerweise hätte man auch sagen können, ich brauche nur einen 10 cm Vorlauf oder 20 cm Vorlauf und dann stellen die eine schon im Werk ein. Allerdings wollte ich hier flexibel sein und ich wusste es nicht genau, also stelle ich selbst ein, aber in Absprache mit dem Hersteller. Da rufe ich dann den Hersteller an und mache das in Kommunikation mit dem Hersteller, damit ich weiß, in welche Richtung ich drehen soll. Wenn man da nicht in die falsche Richtung dreht, dann war es das. Ne? Kann man sich die Leinwand demolieren. Ne? Wie das funktioniert, würde ich euch dann auch noch zeigen, wenn dann das entsprechende Video kommt. So, also Beamer und Leinwand technisch ja alles im Grün, wirklich ganz, ganz ausgezeichnet. Ups, oder ganz, ganz ausgezeichnet. Jetzt muss ich meine Brille aufsetzen, weil ich nichts mehr sehe. Zusätzlich war ich auch noch bei Apollo Optik. Ich hatte euch das, glaube ich, in einem Video gesagt, dass ich zum Augenarzt,
Da hole ich mir morgen nochmal einen Termin. Ich will nochmal zum Augenarzt gehen. Sollte man ja mal machen. So alle 20 Jahre sollte man mal zum Augenarzt gehen. Gucken, ob mit den Glotzerchen alles in Ordnung ist. Ich habe meine Augen bei Apollo Optik vermessen lassen, weil ich habe das Problem, wenn ich Auto fahre. Und langsam fängt es an, auch, also das ist ja eine Lesebrille, die ich hier habe. Also wenn ich jetzt hier so könnte, kann ich euch relativ scharf sehen. Wenn ich was lesen will, habt ihr vielleicht auch schon in Videos gesehen, manchmal halte ich die Zettel doch schon ganz schön weit weg. Also der Arm muss schon wieder länger werden. Also so kann ich noch alles gut sehen. Aber wenn ich hier richtig dicht rangehe, dann sehe ich nichts mehr. Dann wird es unscharf. Das bedeutet natürlich, dass die Stärke falsch ist. Deswegen habe ich ja so eine Bastelbrille für 1,99 Euro gekauft. Das habe ich der Tussi da bei Apollo gesagt. Dann sage ich, also mit meiner, ich glaube, ich brauche stärkere Gläser. Das sind hier schon 2,75 Oktan, die ich da drauf habe. Da ist nochmal ein Oktan mehr zugekommen, glaube ich. Ich habe den Zettel da vorne liegen. Und auch in der Ferne habe ich ein bisschen Probleme. Jetzt geht's los. Perle wird langsam senil. Also ich brauche eine dauerhafte Brille. Also für die Ferne ein bisschen was. Zumindest zum Autofahren. Ne? Wie gesagt, ich glaube, beim Autofahren brauche ich eine Brille. Und ja, zum Lesen ja sowieso. Und da ich ja dieses Nasenfahrrad sowieso auch in der Firma ständig auf habe, sagte sie, sie würde mir nicht zu zwei Brillen raten, sondern dann zu einer Gleitsichtbrille. Ja, habe ich mich mit dem Thema Gleitsicht mal so ein bisschen auseinandergesetzt. Da gibt es ja verschiedene Varianten hin und her. Und da habe ich das zweiteuerste Modell genommen. Was denn? Weil Gleitsicht gibt es ja immer so einen toten Bereich in der Mitte irgendwie so. Und dass dieser tote Bereich möglichst groß ist sozusagen. Also dass man ein möglichst großes Sichtfeld hat. Ich hoffe, ich komme mit dem Teil klar. Da habe ich mir dann jetzt eine Fassung geholt für 140 und bestellt für 140 Euro. In 14 Tagen kommt sie. Und Gläser für 250, also 500 Euro runtergesetzt. Die haben Apollo hat gerade 50%. Auf 250 Euro. Das nächste wäre die Diamantklasse gewesen, also das Beste vom Allerbesten, für 350 Euro. Du sagst, jetzt wird sie an meiner Stelle nicht machen. Ich habe es mir auch angeguckt auf den Bildern. Also der Unterschied war minimal. Also dann spare ich denn noch 100 Euro ein. Also ich meine, das ist schon teuer genug. Das sind schon 500 Euro für eine Brille für ein Nasenfahrrad. Ne? Also werde ich dann ständig ein Nasenfahrrad aufhaben, was alle meine Probleme löst. Aber ihr seht es in den Videos. So bin ich echt blind. Ne? Ich kann hier kaum den Monitor sehen. Ne? Also ich werde langsam alt, ne? Ich werde langsam echt alt, aber nichtsdestotrotz, im Herzen bin ich natürlich noch jung, ne? Das war das, was ist noch neu gewesen, was ich euch unbedingt so sinnloserweise erklären und erzählen muss. Ja, mein Installateur hat sich gemeldet und ich kann mit Freude vermelden, letzte Woche, also letzten Montag, war mein Installateur hier mit seinem Hiwi. Und aus dem letzten Video wisst ihr es ja, da war ich ein bisschen unzufrieden. Ne? Also da ist ja alles in die Hose gegangen, was in die Hose gehen konnte. Und es war tatsächlich so, wie ich es vermutet habe, ich bin der erste Kunde bei ihm, der eine Zappi Wallbox sich installieren lässt. Jedenfalls die Woche vorher hat er mich angemeldet, so von wegen, er hätte meine Box wäre gekommen. Genau das, was ich im letzten Video gesagt habe, er wird 7 bis 10 Tage warten müssen. Müsste ich dann ja auch warten, wenn ich sie irgendwo aus dem Internet bestelle. Und dann ist sie da. Ja, bei ihm war es dann auch so. Und er war, dann sage ich, wenn sie Montag kommen, ich nehme nicht wieder einen Tag Urlaub, denn möglichst früh. Dann war er um 9 Uhr, klingelte das hier, dann war er mit seinem Hiwi hier. Und dann haben sie losgelegt. Also mein schlechter Eindruck, das Mal davor, das war echt eine super Katastrophe. Er hat sich bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, rehabilitiert. Also der hat sich echt Mühe gegeben, vor dem Hintergrund, dass er nun keine Peilung von der Zappi hatte. Zum Glück war ich gut informiert und ich habe mir auch schon eine Installationsliste geschrieben, weil ich schon fast gedacht habe, der kennt sich mit dem Ding nicht wirklich aus. Ne? Also er hat wirklich nach Anleitung diese CTs anständig verdrahtet. Der hat 5-mal hingeguckt, hat sauber gearbeitet, hat sogar den Flur gesaugt. Und da wurde, okay, 2-mal musste ich ihm noch eine Bedienungsanleitung ausdrucken. Also sagt er, er müsste nochmal wegen anschließen und nochmal nachlesen. Wäre nicht schlecht, wenn ich ihm nochmal eine deutsche Bedienungsanleitung davon ausdrucken könnte und eine deutsche Bedienungsanleitung davon, weil ich aber rumflitzen. Und dann haben wir sozusagen im Dreierteam das Ding da installiert. Ne? Also es hat ganz gut funktioniert, hat auch Spaß gemacht, war cool. Also die meiste Arbeit haben natürlich die beiden gemacht. Aber was die Konfiguration angeht, da ist der Pelle dann nachher eingeschritten. Also da habe ich dann glänzen können. Da habe ich dann schon zu ihm gesagt, ich kann ja als Installations-Hiwi hier anfangen, was die Konfiguration angeht. Also damit kannte ich mich schon recht gut aus. Noch nicht am praktischen Objekt, aber in der Theorie. Und so wie ich es in der Theorie für mich vorbereitet habe und mich da reingelesen habe, und mir die Informationen aus dem Netz zusammengesucht habe, so war das dann nachher auch. Also die Box habe ich dann runtergedrosselt auf knapp 16 Ampere, 11 kW sozusagen und hat alles wunderbar funktioniert. Also wirklich toll. Überschussladen funktioniert. Zur Zappi Wallbox mache ich auch nochmal ein eigenes Video. Wie man sie, nicht wie man sie installiert, aber zumindest wie man sie konfiguriert. Und das ist wirklich ganz, ganz simpel, auch mit dem Hub und sowas. Also ich kann jetzt
Über mein Handy kann ich jetzt auf die Zappi zugreifen. Ich kann die Lademodis umstellen. Ich kann sagen, wie viel grünen Strom er da reinorgeln soll. Und das habe ich alles getestet in der Woche und das funktioniert astrein. Also eine wirklich geile Wallbox. Zusätzlich habe ich mir natürlich auch ein 32 Ampere 10 Meter Kabel geholt, was natürlich sehr geil ist, weil mein Auto ja nur einen einphasigen Lader hat. Das würde bedeuten, mit dem 20 Ampere Kabel an einer Wallbox, bei uns zum Beispiel in der Firma, an einer ABL 22 kW Wallbox, kann ich nur maximal laden mit diesem gedrosselten Hyundai 20 Ampere 5 Meter Kabel, 20 Ampere Kabel, kann ich nur 4,4 kW laden. Mit dem 32 Ampere Kabel habe ich ausprobiert, 10 Meter lang, kann ich wirklich 7,4 Kilowattstunden laden. Das ist schon anständig. 7,4 Kilowattstunden, der ganz neue Kona, das ist ein Dreiphasenlader, der schafft auch nicht mehr als 11. Ne? Also der ist kaum schneller, ne? Obwohl der angeblich den besseren Mehrphasenlader verbaut hat. Aber das ist auch irgend so ein kastriertes Teil. Das ist also auch ein bisschen Schmu, was Hyundai da gemacht hat. Aber die Leute kaufen es natürlich, klar. Die denken, das ist geil. Ne? Aber so viel schneller ist es dann gar nicht. Und also Zappi Wallbox, zwei Daumen rauf für meinen Installateur. Muss ich ganz ehrlich sagen, der hat sich echt bemüht und echt, also dieses schlechte, wie lange war das hier? 14 Tage vorher. 14 Tage vorher oder 3 Wochen vorher. Dieses schlechte Bild, was er bei mir abgeliefert hat, also da hat er sich wirklich rehabilitiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich am gleichen Tag habe ich noch eine Rechnung, habe ich zu ihm gesagt, ich möchte die Rechnung haben und dann auch noch mit dem Hinweis auf 11 kW gedrosselt. Okay, die Drosselung habe ich natürlich vorgenommen, auf 11 kW gedrosselt wegen der KfW 440 Förderung. Und hatte ich gleich am gleichen Abend die Rechnung, bin zur Bank gepisst, habe ihm gleich am gleichen Abend das Geld überwiesen. Die ganze Installation, also der war echt lange hier, ne? Also um 12 ist er nachher wieder abgerückt. Also in Summe war der mit dem Hiwi, mit den zwei Besuchen, war der bestimmt 5, 6, also es waren bestimmt 12 Mannstunden mit Zappi Wallbox und dem Hub, um das Ding ins Internet zu bringen, für 1558 Euro. Also echt ein fairer Preis, ne? Kann man nicht anders sagen. Also wenn der jetzt nochmal 300 draufgeschlagen hätte, dann wäre schon wieder bei mir gesunken. Aber so ist alles gut. Also das, was er mir angeboten hat, hat er tatsächlich eingehalten. Also toppi, ne? Und der zweite Besuch war eben wirklich alles reibungslos funktioniert. Bemüht, sauber gearbeitet, bloß eben ein bisschen holprig, was die Installation angeht, weil es für ihn das erste Mal war. Logisch. Also ich war da so ein bisschen Testkanin hier bei ihm, ne? Denke ich mal. Ist natürlich auch für ihn interessant gewesen. Für mich ja sowieso. Also, und vor allen Dingen funktionierte alles auf Anhieb. Also hat alles richtig gemacht. Genau, da hatte ich mir noch ein 10 Meter 32 Ampere Ladekabel geholt für 199 bei Amazonien. Ein astreines Ladekabel. Ich habe schon ausprobiert. Cool, 10 Meter, genau die richtige Länge. Und das Ding ist cool. Und das habe ich jetzt auch in meinem Auto liegen. Weil, wenn jemand mal eine öffentliche Säule zupacken soll, den Verbrenner, stelle ich mich einfach von dem Verbrenner und lege das Kabel und ziehe mal um den Verbrenner rum und in die Ladesäule. Also ich werde den Verbrenner mit dem Knoten sozusagen fesseln und dann mein Auto noch parallel laden. Und dann durch die Fesselung sozusagen in mein Auto rein pumpen. Und dann wäre das natürlich, und dann vielleicht mal ein bisschen weiter weggehen. Und dann wäre das natürlich mal ganz interessant zu sehen, die Jagdfresse von dem Verbrennerfahrer, wo ich mich denn direkt da vorstelle, um mein Auto zu laden, weil er den Ladeplatz blockiert. Das ist natürlich auch nicht ganz sauber, aber die Hackfresse möchte ich dann in dem Moment sehen. Also, alles gut. Also, ein deutlicher Mehrwert, sieht auch sehr, sehr aufgeräumt aus. Die Zappi jetzt vorne, ich habe genau alles richtig gemacht. Die Höhe war richtig, ich habe sie nicht zu hoch gesetzt, sondern schön tief gesetzt. Es ist kein Kabel zu sehen, kein fest verbautes Kabel, was da so rumgedrallert wird. Das sieht alles immer scheiße aus. Das sieht echt sauber aus, wenn du da draußen vorbeigehst und das Auto nicht geladen wird, sieht das alles sehr, sehr aufgeräumt aus. Und selbst wenn das Auto geladen ist, durch dieses 10 Meter lange Kabel, das kann ich auch noch sauber verlegen, dass keine Stolperfallen entstehen, bis zum Auto vorne auch astrein. Zeige ich euch dann auch, wie gesagt, wenn ich euch die Zappi vorstelle. Jetzt mache ich mal aus, wie das passiert hier. Deswegen kommt dieses Video auch ein bisschen später. Das hatte ich eigentlich schon ein bisschen früher geplant, aber es ist, wie es ist. Ja, es gäbe noch 1000 andere Sachen, die ich ja so zum Besten geben kann. Aber es sollte für diesen Smalltalk-Part gewesen sein. Wollen wir mal langsam zum Staubsauger-Review kommen, also zum Dreamy T30. Jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, Perle, wieso kommst du? Das ist, hast du auch erst den T10 vorgestellt. Den T20 habe ich ja damals. Meiner, der T10 ist Schenkung von Dreamy. Und Dreamy hatte mir ja den T10 zugeschickt. Den L1, den Saugroboter. Und sie haben mir eine E-Mail geschrieben. Perle, hättest du nicht Lust,
auch unser neuestes Flaggschiff, den Dreamy T30 zu testen. Habe ich gesagt, klar, den T20 finde ich Oberporno, den T10 finde ich als günstige Einsteigerlösung, finde ich den auch richtig gut. Und den T30 als Flaggschiff, da sage ich natürlich nicht nein. Ihr seht schon am Akku, er ist ein bisschen anders. Also doch einige Sachen anders. Also optisch sind sie ziemlich identisch. Na? Aber es gibt doch einiges an Unterschieden. Und da habe ich gesagt, klar, schick mir das Ding zu. Deswegen werde ich jetzt hier oben wieder Werbung einblenden, weil ich habe für den T30 keinen Pfennig bezahlt. Das Ding habe ich kostenlos zugeschickt gekriegt, um dieses Review zu machen. Ja, das mache ich jetzt auch. Ja, es soll aber meine Wertung des Saugers natürlich in keinster Art und Weise beeinflussen. Fand ich natürlich ganz nett, aber okay, Sachen, die mich interessieren, da sage ich nicht nein. Das gilt übrigens auch für den hier. Sachen, die mich interessieren, sage ich nicht nein. Ich bin mal gespannt, die habe ich noch gar nicht getestet. Das geht jetzt ab heute los. Werde ich den ausgiebig testen. Und der hier sieht auch nur so neu aus und so unbenutzt, weil ich den komplett ausgewaschen habe. Kann man ja alles mit Wasser sauber machen. Ne? Ja, was kostet der T30? Oder was kann der? Ich kann euch ja erstmal... kommen wir erstmal zu den Kosten. Also den gibt's schon bei Amazon, habe ich gesehen. Jetzt haltet euch fest, jetzt kriegt ihr gerade Schreck. Für 699 Euro. Völlig indiskutabel. Also viel zu hoch der Preis. Das ist auch noch nicht der richtige Preis. Da ist er wahrscheinlich schon mal so vorab gelistet. Denn der Dreamy T30 ist ein nagelneues Produkt. Den gibt es erst seit zwei Wochen im Markt. Ein, zwei Wochen. Der ist brandneu. Aber Dreamy vertreibt ja im Grunde genommen, auch bei Amazon später, mit ein bisschen Verzug, vertreibt bei AliExpress natürlich ihre Geräte hauptsächlich. Und der Dreamy T30 kostet bei AliExpress 379,99 €. Das ist momentan im Angebot. Ein riesen Zubehörpaket. Wir kommen gleich zu den Details. 379,99 € entspricht 315 Euro. Und dann gibt es noch, wenn man ihn wieder aus Polen sich zuschicken lässt, 26 Euro Rabatt. Der liegt man umgerechnet bei 288 Euro. Der Dreamy T30 kostet 288 Euro. Er ist jeden Pfennig wert. Jeden Pfennig wert. Also wirklich genial. Hier bei AliExpress. Das ist aber nur ein begrenztes Einführungsangebot. Ja, Link findet ihr, wenn ihr Interesse daran habt, zu AliExpress, allerdings auch zu Amazon unter dem Video. Ich werde beobachten, ob das bei Amazon den Dreamy T30 auch regulär zu kaufen gibt. Der wird ja nicht 6,99 € kosten, der wird dann natürlich angepasst werden, preislich. Das werde ich dann auch anpassen. Also habt da keine Angst, ihr findet beide Links unter diesem Video zu dem Dreamy T30. Ja, was kann der Dreamy T30, was kann er nicht? Also er kann eigentlich alles. Moment mal. Ja, er kann eigentlich alles. Ich kann es jetzt schon vorab sagen, es ist im Markt der stärkste Akkusauger, ja, den es im Markt gibt. Bisher denken viele, der Dyson V15, oder wie das Ding heißt, ja, der Dyson V15, das ist ja das Flaggschiff von Dyson, wäre der stärkste Sauger, ist er nicht. Der Dyson V15, er hat natürlich auch ordentlich Power, aber nur eine Akkulaufzeit von 60 Minuten im Eco-Betrieb und der hier 90 Minuten. Also man kann hier 90 Minuten das Ding laufen lassen im Eco-Modus, also im Sparmodus. Aber zu den einzelnen Laufzeiten komme ich dann nachher noch. Und der Dyson V15 hat einen Motor mit 125.000 Umdrehungen und der hier mit 150.000 Umdrehungen hat das Teil hier. Das hört man insbesondere, wenn ich ihn jetzt in den Turbo-Modus schalte, nur dann hört man das. Kann man es ahnen, dass der da 150.000 Umdrehungen hat. Das ist deutlich heftiger als beim T20. Und beim T20, da geht schon die Luzi ab. Ne? Also schon brutal. Also der Dyson V15 ist dem T30 von der Leistung her, auch von der Saugkraft her unterlegen. Kommen wir gleich nachher zu den Details. Ich erzähle erstmal ein bisschen was. Also das Ding hat umfangreiches Zubehör, allerdings kein Mob und auch keine Hartbodenbürste, weil eine Universalbürste, diese geile V-Shape-Bürste beiliegt, die zeige ich euch nachher, die ist noch ein bisschen schiedig, die habe ich noch nicht richtig sauber gemacht. Aber sie ist noch sauber genug, ne? Jo. Ja. Upsala. Moment mal. Ich mach mal hier das ganze Zubehör ab. Das gehört ja auch alles dazu. So. Kann man ja alles schön zerlegen, ne? Also wirklich genial. Umfangreiches Zubehör, also wirklich toll.
Im Grunde genommen aber fast das gleiche Zubehör wie beim T20. Viele Sachen werdet ihr da wieder erkennen. Entfernt 99,7% oder, nee, warte mal, 99,9% aller Milben mit dieser Milbenbürste, die auch noch beiliegt. Diese Motormilbenbürste, die sich da so festsaugt. Der holt wirklich 99,9% der Milben aus dem Bett bzw. aus den Sofas, die man so rumstehen hat. Reaktionszeit für die Stauberkennung. Also der hat natürlich auch eine Erkennung, auf welchem Untergrund ich gerade operiere, und er braucht dafür nur 0,5 Sekunden, also deutlich schneller sogar als der T20. Der T20 braucht da ein bisschen länger für. Also sobald man auf den Teppich kommt, dauert das echt 0,5 Sekunden und dann schaltet er sofort eine Stufe nach oben. Dann hat er natürlich noch eine Stauberkennung auf Mikroebene. Das heißt also, diesen Ring hier hinten, den ihr hier seht, wenn ich jetzt anmache. So, ihr seht den grünen Ring. Und jetzt seht ihr hier auch noch im Display. Na, da passiert nichts. Er hat eine Stauberkennung auf Mikroebene. Das heißt also, er zeigt einen über diesen äußeren, ihr habt den ja eben gerade grün gesehen, den gibt es auch noch in Orange und in Rot. Das heißt also, wenn man am Saugen ist, zeigt er an, wie viel Staub in dem Luftstrom ist. Also er misst den Luftstrom auf Mikroebene und kann sozusagen ermitteln, wie viel Dreck sozusagen in dieser eingesaugten Luft ist, und zeigt einem das dann auch an. Sowohl grafisch über den Graphen als auch, oder blende ich euch mal ein, sowohl grafisch als auch über diesen Ring nochmal, falls man auf diesen Graphen keinen Bock hat, dann sieht man sofort über diesen Riesenring, der jetzt eben grün war. Schaut selbst nochmal. Genau. Der eben grün war, der wird dann orange oder eben rot. Und wenn er rot wird, dann wisst ihr, also dann zieht er richtig was. Das hört man dann auch, wenn das da alles reinklödert. Ne? Also der ist da ständig auch rummessen und rumanalysieren. Finde ich eine ganz witzige Geschichte, wenn man da auf dem Teppich hingegangen ist und er zeigt da orange an, dann weiß man, aha, man könnte ein bisschen mehr saugen, weil da ist noch ordentlich Staub sozusagen in dem Abraum drin. Ne? Das ist ordentlich verdreckt. Ne? Finde ich sinnvoll, weil das hat der hier nicht. Da weiß man nie so richtig, wann ist der Teppich jetzt wirklich sauber. Wenn man da saugt und der zeigt immer nur grün an, dann weiß man, alles klar, da ist nicht mehr viel. Ne? Ja, grün bedeutet natürlich, dieser grüne Ring bedeutet natürlich wenig Staub. Orange bedeutet mittlere Verstaubung und rot viel Staub. Dann hat er noch zusätzlich eine Reinigungshistorie, die man sich angucken kann. Da kann man dann sehen, in den letzten Tagen, wie viel man gesaugt hat. Ja, ist einfach nur eine Statistikfunktion. Finde ich nicht ganz so spannend, aber okay, haben sie mit eingebaut. Und nun kommen wir zu den Standzeiten des eingebauten Akkus. Die Standzeit dieses Akkus hier, das ist übrigens ein mega starker Akku. Ein 29,6 Volt Akku mit 9200 mAh und 81,4 Wattstunden hat das Teil. 81,4? Da wird immer länger. Ne? 81,4 Wattstunden. Da sind 8 Zellen verbaut, deswegen ist der ein bisschen größer. Wenn ich jetzt beide Akkus mal so nebeneinander halte, das ist der T30 Akku. Zack. Das Installationssystem der Akkus ist ziemlich identisch. Und das ist der. Man sieht es hier schon. Er ist ein bisschen anders von der Bauform her. Warte mal, zeige ich euch mal. T20, T30. Er ist ein bisschen höher und aber nicht viel größer. Er ist hat ein bisschen höher Volumen, habe ich so das Gefühl. Ja, und ein bisschen vom Gewicht her würde ich sagen, sind die fast identisch. Ne? Der ist ein bisschen schwerer, der T30. Da sind jedenfalls 8 Zellen drin. Deswegen kommt man, der hat nämlich hier nur der T20 25,2 Volt. Und der hier, wie gesagt, durch die eine Zelle mehr 29,6 Volt. Und je mehr Volt da drauf sind, desto stärkere Motoren kann man hier einbauen. Und das wurde auch getan. Hier ist nämlich ein Dreamy Space 5.0. Das war ja Dreamy Space 4.0. Der ist schon heftig. Und das ist der Dreamy Space 5.0 Smart VF Motor. Also ein bürstenloser Elektromotor. Ja, man kann damit saugen im Eco-Modus 90 Minuten mit einer Akkuladung. Im Standardmodus kann man damit saugen 35 Minuten und im Turbo-Modus ist diese höchste Stufe. Also diese Power-Stufe kann man 7,5 Minuten saugen. Ja, das hier war das ja ein bisschen mehr so. Das sind zwischen 8 und 10 Minuten. Also ein bisschen kürzer. Durch diese hohe Leistung, die er da zieht, das sind 550 Watt. Ne, oder 100. Ja, das ist die Saugstärke, diese Airwatts. Ne? Da kommen wir nachher zu.
Jedenfalls hat das Ding 550 Watt. Also, Tobi, das Ding ist echt brutal. Ne? Also wirklich klasse. Die Verarbeitung ist natürlich auch Sahne. Ne? Ich habe hier immer, das ist jetzt hier unten, ja, ich habe das ganze Ding nämlich vorhin komplett ausgewaschen. Ein bisschen Restfeuchte ist noch dabei. Ich sagte ja mal, am besten 24 Stunden liegen lassen. Das ist gar nicht 24 Stunden her. Obwohl ich den hier, ich hab das hier alles offen liegen lassen. Ich dachte, das meiste verdunstet. Ja, da ist auch keine richtige Feuchtigkeit mehr. Nur noch an einigen Stellen. Das ist ein bisschen Restfeuchte. Okay. Ja, also ich habe es getestet. Also im Normalbetrieb, der hat mehrere Saugstufen. Ich benutze im Grunde genommen nur die Turbo-Stufe benutze ich wirklich bei extremsten Verschmutzung. Im Auto zum Beispiel oder wenn da riesen Dreckhaufen sind. Ansonsten lasse ich ihn im Automodus laufen. Und im Automodus variiert er zwischen den einzelnen Stufen, je nach Verschmutzung, schaltet er rauf oder runter. Und reicht vollkommen aus für die ganze Wohnung. Also ich habe da keinen Bedarf, wie bei dem T20 eigentlich auch, für einen zweiten Akku. Zwei Akkus zum Wechseln ist immer geil. Ich brauche es persönlich nicht. Allerdings, dadurch, dass es ein Wechselakku ist, beim T30 hier, den kann man natürlich nachkaufen. Also wenn man da Bedarf für hat, kann man sich natürlich noch zwei Akku kaufen, das ist klar. So, hier wieder reinschieben. Ein bisschen hakelig, die ganze Geschichte hier. Warte mal. So. Zack, so. Okay. Also 35 Minuten Standardmodus, würde ich mal so sagen. Also dann rödelt er schon ganz gut los. Das ist also sein normaler Reinigungsmodus. Ne? Eco-Modus, würde ich sagen, ist ein bisschen unrealistisch. Das ist so wie... Wieder Automatikmodus. Das ist der Automatikmodus, aber der schaltet natürlich hoch oder runter, je nachdem, wie der Beschmutzungszustand ist. Also Eco-Modus wird dann auch nicht 90 Minuten laufen. Da landet man auch bei 35 Minuten, sage ich mal, oder vielleicht 40 Minuten, je nachdem, wie oft er hochschalten muss. Das macht aber vollautomatisch, deswegen finde ich sehr sympathisch. Jetzt kommen wir mal zu ein paar taktischen Daten. Die Nennspannung hatte ich ja schon gesagt, 29,6 Volt, 550 Watt hat das Teil. Die Batteriekapazität beträgt, da haben sie jetzt 8 Zellen A2900 mAh eingebaut, also recht hochkapazitive Zellen, Lithium-Ionen-Zellen. Ich nehme an, wird man auch selbst wechseln können. Ich habe mir das noch gar nicht so genau angeguckt. Falls sie mal verschlissen sind, dass man da 8 neue Zellen selbst einbaut, das sollte eigentlich gehen. Ja, ist auch alles schön verschraubt, seht ihr hier oben, hier sind zwei Schrauben. Hier unten sind zwei Schrauben, also sprich, dieses ganze Gehäuse wird man auch auseinanderbauen können. Sehr schön. Das habe ich mir noch gar nicht richtig angeguckt. Hier. Zack. Ja, wiegt 1,76 Kilo, das Nettogewicht. Die Ladedauer beträgt 4 Stunden, das ist ja wie bei dem auch, ne? So in den Dreh. Also er lässt sich schon ein bisschen Zeit mit dem Laden. Das ist auch richtig so, dass man da nicht volle Möhre da in die Lithium-Ionen-Akkus reinhaut. Das würde natürlich die Standzeit massiv reduzieren. Der Motor, wie gesagt, ein Dreamy Space 5.0 mit 150.000 Umdrehungen, also völlig krank das Ding. Maximale Laufzeit 90 Minuten mit einer Akkuladung, Saugleistung 190 Airwatts. Der Vakuumgrad, das sind 27.000 Pascal. Das Ding hat eine Saugleistung von 27.000 Pascal. Also nochmal eine Stufe, nochmal eine Schippe. 50 Watt mehr, beziehungsweise 2000 oder 3000 Pascal mehr als beim T20. Ne? Das ist schon brutal. Ne? Ist schon brutal. Das Filtersystem, das ist genau das Filtersystem ist absolut identisch zum T20. Das zeige ich euch nachher noch. Alle Teile sind kompatibel. Ist alles das Gleiche. Filtersystem ist natürlich hocheffizienter. Ich wüsste auch nicht, wie man sowas noch besser machen kann. 0,3 Mikron, 99,6% aller Partikel werden in diesen Filtersystem rausgefiltert. Also alles, was ihr hier so einsaugt, was hier so rauskommt, ist wirklich minimal, besonders geil, geeignet natürlich für Hausstauballergiker. Da kommt echt reine Luft raus. Das ist also fünfstufig. Fantastisch. Fand ich auch schon beim T20 geil, aber auch beim T10. Das ist genau das Gleiche. HEPA-Filter, alles waschbar. Alle Filter vom HEPA-Filter zum Pre-Filter und auch hier diese ganze Zykloneinheit. Und hier unten der ganze Bereich voll unter dem Wasserhahn waschbar. Das habe ich auch heute gemacht, um euch einen halbwegs sauberen Staubsauger vorzustellen. Ne? Staubbehälterkapazität 600 Milliliter ist genau das gleiche wie bei dem hier. Gut, wenn wir die beide jetzt so nebeneinander halten, ihr werdet sehen. Also vom Design her gibt es nicht viele Unterschiede.
es ist einfach eine Evolutionsstufe mehr. Ne? Also Dreamy verbessert die Produkte immer weiter. Das macht das Ganze natürlich auch, die hauen die Sachen natürlich in einer Geschwindigkeit raus. Das ist wirklich verrückt. Ne? Ja, Unterschiede, genau, T30 zum Dyson V15. Ja, logisch, eine längere Laufzeit und eine wesentlich höhere Saugleistung. Rest, was hat er hier noch zusätzlich? Er hatte ja noch zusätzlich im Display hier, in dem OLED-Display, eine Restzeitanzeige. Auch im Automodus? Ja. Schaut selbst. Seht ihr? Da seht ihr diesen grünen Balken, das ist dieser Staubsensor. Ja klar, jetzt zieht er natürlich nur die Raumluft an. Und dann seht ihr, dass wir noch 84 Minuten saugen können. Ja. Also, er misst den Akku und dann rechnet er aus, wie lange man damit noch saugen könnte. Ne? In jeder Stufe übrigens. Was wäre jetzt in der mittleren Stufe? Warte mal. Mittlere. In der mittleren Stufe, das ist schon anständig. Dann haben wir die 35 Minuten. Ne? Dann haben wir noch den Turbo. Boah, heftig. Der wird auch laut. Also Turbo, der wird auch laut. Brr. Aber nicht unangenehm, ne? Also dass es in den Ohren klingelt oder sowas. Ne? Also Restzeitanzeige hat er, die Staubanzeige hat er, komm, zeige ich euch gleich noch. Ein Fiberglas-Saugrohr, das ist dieses Saugrohr, das ist tierisch leicht im Vergleich zu dem T20 Metallrohr, was ja auch aus Aluminium ist, das ist auch nicht unbedingt schwer. Aber das Ding ist echt federleicht. Ne? Das Ding ist federleicht. Und vor allen Dingen, ich weiß bis heute nicht, wie sie diese Kabelkonnektivität für die Motorrollenbürste, wie sie das hier in das Rohr, in dieses Carbon eingearbeitet haben. Bei dem T20 sieht man, da ist noch so eine Art Kanal, da laufen die Kabel durch. Ich habe keine Ahnung, wie sie das hier mit dem Carbon gemacht haben. Ich weiß es nicht. Sie müssen irgendwie eine elektrische Verbindung, diese beiden hier oben diese beiden Nippel und hier unten die Nippel, die müssen hier in dem Rohr irgendeine elektrische Verbindung haben. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie die Kabel auch in das Carbon mit eingewickelt. Das ist richtig echtes Carbon, was außen nochmal ja, noch mal so eine Art Kunststoffschicht hat. Federleicht und richtig stabil. Also ich könnte es nicht biegen, keine Chance. Ich will es jetzt auch mal übers Knie zerbrechen oder sowas. Das wird man garantiert hinkriegen mit Gewalt. Aber das ist richtig stabil. Ne? Macht das Ganze natürlich federleicht. Wahrscheinlich um den etwas schwereren Akku. Das ganze System ist doch ein bisschen schwerer. Minimal. Ja, wenn ich jetzt beide so in der Hand habe. Großen Unterschied merke ich nicht. Ja doch, der ist ein bisschen schwerer. Der wiegt vielleicht 100 Gramm mehr oder sowas. Und das kompensieren sie quasi über das Rohr. Das ist wirklich federleicht, also deutlich leichter als das beiliegende Rohr beim T20, das Metallrohr. Ne? Wirklich schick, ne? Wirklich schick. Komme ich nachher nochmal. Kann ich das lesen? Ja. Ist es nochmal beschriftet. Ansonsten die Verarbeitung von allen Motorbürsten. Die Verarbeitung ist Dreamy-typisch top. Die ganze Verarbeitung, schaut euch das an, ne? Die ganze Verarbeitung echt solide, ne? Top, ne? Also, finde ich es ist natürlich Kunststoff, das darf man natürlich nicht vergessen, das ist alles Kunststoff hier, ne? Aber die Verarbeitung astrein, ne? Vom Design her, schaut euch hier, guck mal, wie das blinkert hier, da haben die doch noch irgendwie so ein Blinkerzeug reingepackt. Das sieht echt toll aus, ne? Das ist ein bisschen gülden, ne? Das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen anders, guck mal hier. Das hat er hier gar nicht. Da hat hier nur eine graue Oberfläche. Seht ihr das? Der T20. Und der T30, der hebt sich hier auch optisch nochmal ein bisschen ab. Ne? Der sieht nochmal ein bisschen veredelter aus. Ne? Ja, das haben die echt schick gemacht. Ein hübsches Gerät, ne? Ja, Restzeitanzeige und Staubanzeige hatte ich ja gesagt. Fiberglas-Saugrohr. Automatische Bodenerkennung. Ja, okay, das ist nichts Neues. Das hat der T20 auch. Bloß eben, der reagiert schneller. Die automatische Bodenerkennung geht ein bisschen zügiger von sich. Also wenn man vom Hartboden auf den Teppich geht, dann ist das rucki-zucki, dass der einen hochschaltet, dass er sagt, okay, Teppich, den sauge ich mal ein bisschen stärker. Dann hat er natürlich diese geniale V-Shape-Bürste, bin ich echt glücklich, dass er die auch besitzt. Die hat natürlich auch ein anderes Rating. Die hat auch 40 Watt und auch 29,6 Volt. Klar, muss ja auch zum Sauger passen. Würde das denn auch mit dem hier funktioniert? Ich glaube nicht, ne? Ich kann es mal ausprobieren. Ich stecke die mal ran an den... Geht auch.
Funktioniert sogar auch. Umgekehrt würde ich es besser nicht machen. Weil, weil die andere Bürste, die ist natürlich vom Rating her, also die vom T20 würde ich jetzt nicht auf den T30 packen. Da könnte sein, dass der Motor da überlastet wird. Die wird wahrscheinlich nicht so schnell drehen wie die vom T20, aber es funktioniert. Ihr habt es gesehen, ne? Okay. Jedenfalls diese geniale Bürste, das ist ja so eine Kombibürste, bin ich glücklich, dass sie die beigelegt hat, dass sie weggehen von diesen reinen Walzenbürsten. Weil die Leute haben ja doch, auch wenn sie Hartböden haben, haben sie, machen wir außen wieder an, auch wenn sie Hartböden haben, haben sie ja auch Teppiche liegen oder Läufe und die wollen sie auch reinigen. Und da sind diese Walzengeschichten eigentlich nicht so günstig, wie ich finde. Und diese V-Shape-Bürste, die ist auf beiden Böden genial. Also die ist für Hartböden geeignet und für Teppiche. Das ist so eine Kombibürste und die finde ich richtig klasse. Ne? Also die gefällt mir beim T20 schon sehr, sehr geil, beim T10 natürlich auch. Was mir bei dieser Bürste nicht so gefällt, ist, wenn man ganz, ganz dünne, ganz dünnflorige Teppiche, die kaum Teppiche sind, saugt, zum Beispiel Fußabtretermatten, das sind ja manchmal diese Gummimatten, wo ganz dünn so eine Art wie Teppich drauf ist, zum Füße abtreten. Wenn man darüber geht und er schaltet einen hoch in den eine Stufe, in den mittleren Saugenmodus, dann saugt er sich ganz gerne mal, der so viel Power hat, dann saugt er sich ganz gerne mal an den Dingern fest. Da muss man dann zurückgehen in den Ego-Modus. Damit funktioniert das sehr, sehr gut. Aber das ist auch der einzige Nachteil. Ansonsten, diese Bürste finde ich als Allround-Bürste wirklich astrein. Hat Dreamy einen guten Job gemacht. Aber es wisst ihr auch, dass ich die Bürste cool finde. Ich zeige sie euch nachher nochmal im Detail. Kontinuierlicher Betrieb, genau, da hat er natürlich genau das gleiche. Hier einmal drücken, läuft. Und dann kann man das natürlich hier ein- und ausschalten. Sonst wie so eine Pistole benutzt. Ihr hört das auch schon, der Motor ist auch ein bisschen anders konstruiert, der klingt anders. Gleiche mache ich mal hier. Der braucht ein bisschen länger, bis er ausläuft. Der klingt irgendwie anders. Hier ist der T30. Da hört man schon, die haben einen komplett neuen Motor konstruiert. Kontinuierlicher Betrieb, hatte ich ja gesagt. Einmal drücken. Loslassen oder eben einmal drücken und dann läuft er los. Solange bis man wieder drückt. Das kann man sich dann aussuchen. Gute Geschichte. Eine einfache Reinigung. Das ganze System ist einfach zu reinigen. Wie das dann funktioniert, zeige ich euch nachher. Und dann hat er natürlich auch einen Wandhalter. Dann hat er natürlich auch einen Wandhalter, wo man das ganze Zubehör so einklipsen kann. Zum Zubehör komme ich nachher noch. Wo man zum Beispiel hier seine beleuchtete Fugenbürste einklipsen könnte oder hier seine Verlängerung dieser Kombibürste zum Beispiel. Da sind noch andere Bürsten dabei. Upsala. So. Zum Beispiel so einklipsen könnte und eben den Staubsauger selbst auch einklipsen könnte. Zack. Und dann hängt man das Ding an die Wand mit dem ganzen Zubehör komplett. Ne? Jo. Genau das gleiche wie beim T20, wie das Ganze aussieht. Ihr wisst ja, beim T20 habe ich mir einen eigenen Universalständer geholt. Diesen Universalständer kann man natürlich mit dieser Lade einrichten. Das ist ja auch ein Ladeport hier sozusagen. Ist im Grunde genommen der gleiche, ein bisschen modifiziert zum T20, aber im Grunde genommen das gleiche. Das Einzige, was ein bisschen modifiziert ist, sind die Abmaße. Hier unten, der Staubsauger hat ein bisschen, also wenn ich den jetzt versuchen würde, in meinen T20 hier reinzuhängen, geht das? Ja, würde gar nicht gehen, seht ihr? Passt nicht. Da fehlen ein paar Millimeter. Der hier ist ein paar Millimeter kleiner, das funktioniert natürlich hier. Ne? Das hat wahrscheinlich mit dem Akku hier zu tun, weil der hier so ein bisschen oben eher eckiger, so weniger rund. So, zack. Und dann wird er auch gleich geladen. Über die Kontakte, die ihr unten seht. Da ist ein Kontakt und diese beiden silbernen Teile. So. Und den kann man direkt an die Wand dübeln, wenn man es ja möchte. Oder eben, das präferiere ich ja, über eine Universalstandablage. Und da blende ich euch jetzt mal Bilder ein. So würde das Ganze dann nachher aussehen beim T30. Mit dem T30 Zubehör. Mit dieser Universalablage.
Und wie gesagt, auch unter dem Video findet ihr diese Universal-Standablage. Die würde ich dann beim T10, weil der weiß war, hatte ich gesagt, holt euch den weiß. Die kann ich euch echt empfehlen. Ich liebe sie. Die ist echt toll. Ne? Also bin ich echt begeistert. Die benutze ich ja am T20 nur. Ne? Und die funktioniert natürlich am T30 genauso, weil die Abmaße sind eigentlich fast alle identisch. Ne? Die Ladeablage ist auch fast identisch. Selbst, dass man hier oben noch einen zweiten Akku-Einsatz hier noch einbauen könnte, wenn man es dann wollte. Alles das Gleiche. Ne? Also wirklich toll. Ne? Also eine einfache, simple Lösung. Man kann das Ding natürlich auch direkt an der Wand dübeln, aber dann ist es natürlich da fest. Ne? Dann kann man es nicht irgendwo anders hinkarren oder sowas. Ne? Da finde ich ja meine Lösung ein bisschen besser, weil sie flexibler ist. Ja, und eben wie gesagt, an diese Wandhalterung kann man natürlich die ganzen Tools ranhängen. Ja, schaut selbst. Und auch mehr, also alle Tools, die beiliegen, kann man da auch noch mit ranhängen. Weil der unten ja diese verschiedenen Finger hat. Also finde ich echt sinnig, diese kleine Ablage. Hatte ich ja im T20 vorgestellt, auch wie man die montiert. Völlig simpel und astrein. Und dann natürlich noch Dübel. Aber die bräuchtet ihr dann ja nicht. Also so Wanddübel. Ne? Also zwei Dübel und zwei Schrauben, um die Wandablage an die Wand zu bekommen. Ja, kann ich euch, wenn wir schon mal beim Zubehör sind, dann machen wir das auch gleich. Ne? So, dann habe ich mein Zettel soweit abgearbeitet. Ja, könnt ihr noch? Ich hoffe ja. Ich muss ja noch was trinken. Ja, also was Dreamy sich da ausdenken, was die da machen. Ne? Also richtig geil. Ne? Also ich war richtig happy und fand ich richtig abgespaced. Auch wenn er auflädt, hier sind es ja so drei, beim T20, ich muss das ja mal ein bisschen vergleichen, ne? Hier sind es ja rechts und links zwei Dreier-LEDs, sozusagen die den Ladezustand so ein bisschen anzeigen. Aber der wird natürlich auch hier in dem Display angezeigt, der Ladezustand. Und hier ist es ein pulsierendes, ein bisschen Enterprise-mäßig, hier ist es eine große LED, rechts und links, die dann so pulsiert. Ne? Und an dem Pulsieren weiß man, er lädt. Also ein bisschen hübscher gelöst. Ja. So, das erste Zubehörteil ist die Wandhalterung. Die kommt dann ja so an die Wand, wo ich euch diese Universal-Metall-Standablage sehr, sehr ans Herz lege, weil man die überall positionieren kann, dann braucht man auch keine Löcher bohren. Aber nichtsdestotrotz, das ist eigentlich so vorgesehen. Hier und hier anzeichnen, Bohrschablonen liegt übrigens bei. Zwei Dübel, also Löcher bohren, zwei Dübel in die Wand anschrauben, fertig. Ne? Natürlich in der richtigen Höhe, na, logisch. Also nicht zu tief, ne, wenn ihr den reinstellen wollt. Bringt ja nichts, wenn das Unterteil, also wenn der Staubsauger höher steht als die Ladeablage. Also sie sollte schon ein bisschen höher sein, dass unten die Bürste noch frei läuft, sozusagen. Ja, wie gesagt, man kann hier alles anklemmen, was man hier reinklemmen möchte. Ups, das ist jetzt ein bisschen. So, genau. Das ist dieses Winkelstück, zeige ich euch nachher noch. Hier so eine Bürste zum Beispiel, die könnt ihr hier unten ranpacken. Oder eben ihr nehmt diese die Motormilbenbürste. Ja, und hier noch irgendwas dran. Wie ihr lustig seid. Hier könnt ihr euer ganzes Zubehör so ein bisschen reinklipsen. Ne? Finde ich echt gut. Kriegt nicht alles ran, weil da echt jede Menge Zubehör beiliegt. Deswegen, wie gesagt, mit meiner Standablage, ich kann noch mal das Bild einblenden, da kriegt ihr alles an Zubehör ran. Das ist gut, dann fliegt da nichts rum. Ne? Aber auch schon das ist üppig. Mit diesen drei Dingern, man kann ja auch viel kombinieren. Man kann ja auch sagen, pass mal auf, ich habe ja hier dieses gummierte Rohr. Da kann man sagen, pass mal auf, ich habe das Teil, da braucht ihr ja nicht zwei Stationen sozusagen belegen, rechts und links, sondern ihr klippt das hier einfach zusammen und so habt ihr dann zwei Teile an einer Station drin. Hier. Da. Zack, so. Na? Kann man so ein bisschen kombinieren. So, das war die Ladeablage mit Dübeln. Dann, das zeige ich nachher in der Nahaufnahme, ist die Bedienungsanleitung. Da kommen wir nachher noch zu. Mit der Bohrschablone. Die Bohrschablone kann ich euch ja schon mal zeigen. Hier ist die Bohrschablone, die kann man sich an die Wand halten. Und dann bohrt man hier oben und hier unten und dann hat man dann gleich den richtigen Abstand. Wenn man es dann braucht. Ich würde da anders vorgehen. Da steht natürlich auch die Höhe, wie hoch die sein soll, die Unterseite. 103 cm und nach oben 30 cm noch Luft, ist klar. Ne? Aber ich würde das Ding ausmessen, was die Höhe angeht, anhalten, hier mit dem Bleistift anzeigen, hier mit dem Bleistift anzeigen, den Geronimo, zwei Löcher rein, Dübel rein, verschrauben, fertig. Aber nicht an die Wand. Macht es nicht an die Wand. Außer ihr wollt es unbedingt. Gebt lieber dann nochmal ein paar Euro aus in so einen schönen Ständer. Link unter dem Video. Kann ich echt empfehlen. Ja, macht echt Spaß. Und vor allem, man ist flexibel. Kommen wir zu den ganzen Zubehör. Ich zeige euch jetzt erstmal so die Sachen, die
wichtig sind. Hier ist ein Netzteil, klar. Das Netzteil hat, oh, ja, die Arme sind nicht lang genug. Und die Brille ist zu schwach. Ein Netzteil. Alter. Ich kann es nicht lesen. 30, sowieso Volt oder 34 Volt hat das Teil. Egal. Wie kann man den Staubsauger aufladen oder den Akku im Staubsauger aufladen? Klar, direkt am Gerät. Also man muss es nicht unbedingt in der Ladeablage haben. Man kann das Ding auch so aufladen, wenn man es ja möchte. Also hier hinten ist, wie ihr seht, ein Ladeport. Die intelligentere Variante ist natürlich, das empfehle ich natürlich jedem. Hier seht ihr auch nochmal einen Stärkeanschluss. Zack, das liegt ja dann nach unten zu eurer Steckdose, wenn das Ding nachher an der Wand hängt. Das ist einfach die schönere Variante, ne? In der Ladeablage. Dafür ist das Netzteil da. Und wenn der Staubsauger hier drin hängt, wird er natürlich auch aufgeladen. Logisch, ne? Klar. Natürlich müsst ihr euch jetzt noch das Rohr vorstellen und den Bürstenkopf. Kommen wir nachher noch zu. Ja, Netzteil. Und unbedingt spektakulär. Dann haben wir jetzt so diese einfachen Bürsten. Das ist neu. Diese Bürste ist neu, die finde ich ganz praktisch, um zum Beispiel Regale oder sonst irgendwas auszusaugen. Ne? Im Auto ist das auch sehr gut zu gebrauchen. Da kann man dann auch nochmal einen wegsaugen. Die kann man auch prima kombinieren mit der gummierten, mit der Verlängerung hier. Sag mal. Nee, alles klar, ich dachte schon. So. Man sieht immer, wo man die Teile reinstecken muss. Hier oben ist nämlich so ein Punkt. Und dieser Punkt gehört zu diesem Auslöser hier. Zack. So, fest. So, dann hat man natürlich... Stinkt schon wieder nach Weichmacher. Aber nicht extrem. Hat sich schon verflüchtigt. Ganz am Anfang, wenn man es auspackt, riecht es ein bisschen nach Gummi. Aber das ist echt ein praktisches Tool. So kann man das hier am Staubsauger befestigen. Pass mal. Zack. Und dann kann man rumsaugen. Ne? Jo. Also flexibler Schlauch, wo man alles Mögliche andocken kann. Unter anderem auch diese Bürste. Die finde ich echt cool. Das ist neu. Das ist Premiere. Und so eine Bürste finde ich geil. Die lag ja auch dem, Mensch, wie hieß der, Jimmy, ne? Den Jimmy H8, glaube ich. Dem Jimmy H8 lag auch so eine Bürste bei, bloß in schlechterer Qualität. Also alles an Zubehör ist genau von der Güte her, von der Qualität, alles solide, ne? Wie man es von Dreamy kennt, ne? Das ist also alles kein Plünkram. Das hat auch alles ein bisschen Gewicht und ist anständig verarbeitet. Echt Premium, ne? Wirklich gut. So, dann haben wir natürlich diese Bürste, müsstet ihr auch schon mal auf der T20 kennen, diese 2-in-1 Bürste, einmal hier vorne irgendwie was wegsaugen und dann kann man das Ganze natürlich noch ausklappen und das lässt sich richtig vernünftig einfahren und ausfahren. Also das ist alles solide und gut konstruiert. Nicht wie bei dem Jimmy. Jimmy H8. Also das hat mich so ein bisschen erschreckt. Also das ist echt gleich eine ganz andere Qualitätshausnummer. Finde ich auch super praktisch, insbesondere wenn man die Bürste hier rausfährt. Schön weich. Und dann kann man dann auch so Sachen aussaugen, sauber machen. Kann man kombinieren natürlich auch. Jetzt muss ich mir wieder den Punkt suchen. Hier ist der Punkt. Zack. Auch mit der flexiblen Bürste nutzbar. Jo, das war die. Dann haben wir natürlich noch, das ist geil, eine beleuchtete Fugenbürste. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Da kann man, wenn man in irgendwelche Ecken reingeht, hat man nochmal Beleuchtung. Das Ganze ist auch ein bisschen dreamy, seht ihr hier. Ist auch so ein bisschen Rauchglas-Charakter. Aber hier seht ihr auch schon von der Verarbeitung her echt top, ne? Das ist wirklich gut.
Okay, dann haben wir noch ein allerletztes Teil. Ne, kein allerletztes Teil. Das hatte ich euch ja schon gezeigt, dieses Fiberglas oder Carbon-Fiberglas-Dingsbums. Rohr. Ist es wirklich? Wie gesagt, ich frage mich heute noch, wie sie die Kabel da durchgekriegt haben, wie sie das gelöst haben technisch. Also dieses Rohr kann man ja normalerweise hier anschließen. Das mache ich mal. Zack. Jetzt rastet auch alles ein und das klappert auch nichts. Ne? Das ist alles solide. Ne? Zack. Und vorne kommt dann die Motorbürste ran. Zum Beispiel die hier, diese Bodenbürste. Und dann haben wir ja den Zustand, wie wir es zum Beispiel beim T20 und T10 kennen. Zack. So. Dann haben wir jetzt hier einen vollwertigen Staubsauger. Jo. Und dann kann man rumsaugen wie ein Wilder. Was macht man nur, wenn man wirklich mal ganz tief unter Möbel will? Dann kann man natürlich. Upsala, kann man natürlich so schräg runtergehen, so weit wie es geht. Und dann irgendwann stoppt man natürlich, weil er hier unten natürlich noch sein Staubwälder so ein bisschen hat. Also man muss sich schon einen gewissen Winkel und irgendwann stößt man gegen. Man kommt also nicht richtig tief unter die Möbel. Dieses Problem hat Dream gelöst mit einem Winkelstück. Und zwar ist es das hier. Mit diesem Winkelstück auch top verarbeitet das Teil, wo auch die Kontakte durchgeführt werden. So, und da gibt es hier nochmal einen zusätzlichen Knopf. Also wie gesagt, das ist ja der Auslöseknopf und hier seht ihr noch diesen zusätzlichen Knopf, den habe ich gerade gesucht. Ich habe das einmal ausprobiert, aber ich persönlich brauche es nicht. So, dann kann man nochmal so ein Winkelstück, wo man mit dem Stopp, ich demonstriere das mal, das kann man davor setzen, das ist starr, ne? So, jetzt nehmen wir hier, jetzt mache ich den hier vorne mal ab, sonst wird mir das hier alles ein bisschen zu umfangreich. So, jetzt klemmen wir den hier noch auf, um euch das mal zu demonstrieren. So, jetzt könnte man natürlich hier ganz normal saugen. So, und jetzt sagen wir mal, wenn man irgendwo unter den Schrank, dann drückt man einfach den Knopf. Ich mach's jetzt mal. Drückt man hier den Knopf. Und dann knickt er hier ab. Und dann kann man komplett unten waagerecht saugen. Unter Möbelstücke. Richtig tief unterkommen. Also damit wäre auch schon wieder ein Problem gelöst. Weil hin und wieder hat man das mal, dass man irgendwo unter will. Und dann stößt der Staubsauger sozusagen unten an seine Grenze und das letzte Stück fehlt. Das ist dann mit diesem Winkelstück lösbar. Der Staubsauger dann quasi nach oben weg kippt. Und dann kann man horizontal, so auf dem Boden, zum Beispiel unter dieser Couch, fast bis zur Wand. Ja, fehlt vielleicht nicht viel. Na, vielleicht doch sogar bis von hier würde ich ganz unter die Wand kommen. Von dem langen Stück, wo man sich rauflegen kann, das funktioniert dann von da vorne nicht. Aber hier würde ich bis zur Wand kommen. Horizontal. Könnte ich komplett unter die Couch. Und die ist echt groß. Ne? Also Ast rein. Hier ist nochmal so ein Winkeladapter dabei. Den kann man immer dran lassen, weil er ist starr. Ja? Und wenn man diesen Knopf drückt, wie gesagt, kann man das Ganze einklappen. Und wenn man wieder zurückklappt, dann rastet er wieder ein, sodass er wieder starr wird. Bis man den Knopf wieder drückt. Finde ich gut gelöst. Ein sinniges Zubehörteil. Und dann hat man natürlich noch, das kennt ihr ja schon, die Milbenbürste und die V-Shape-Bürste, die Bodenbürste. Das sind geile Bürsten. Das sind echt geile Bürsten. Das ist, im Grunde genommen ist es das gleiche wie auch beim T20 und beim T10. Bloß hier, die haben natürlich ein anderes Rating, auch nochmal ein bisschen mehr Feuer. Mini Electric Brush, ja, 29,6 Volt. Die müsste normalerweise auch am T20 funktionieren. Ich probiere es mal aus. Ja. Funktioniert auch genauso am T20. Dreht bloß nicht so schnell, klar. So, und jetzt stelle ich euch den Staubsauger in der Nahaufnahme vor. Und die einzelnen Bürsten. Und bis gleich. So, womit fangen wir als erstes an? Mit der Bedienungsanleitung. Hier hatte ich euch gesagt, hier ist die Bohrschablone. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ja, hier ist diese Bohrschablone. Okay. Dann ist hier nochmal eine Schnellstartanleitung. Sozusagen, was man nicht machen sollte. Und was diese einzelnen, die einzelnen Displayanzeigen, was das alles so bedeutet und was man wie kombinieren kann an Bürsten. Displayanzeigen. Die wichtigsten, ne? Die einzelnen Sachen, die man reinigen darf, wie lange man warten sollte mit der
beim Reinigen. Und dann hat man natürlich noch eine fette Bedienungsanleitung, aber natürlich in mehreren Sprachen. Und nach Englisch kommt Deutsch. So, hier haben wir jetzt die deutsche Bedienungsanleitung. Ich jetzt mal ein bisschen dichter mit euch ran. Also auch wieder, wie man es von Dreamy kennt, alles im Detail beschrieben. Der gesamte Lieferumfang ist dann dabei. Und was man hier alles machen kann, Einstellungen, wie man diese Sachen zusammenklipst, wie man die Wandladehalterung installiert, wie man welche Bürsten kombinieren kann, welche Einstellungen man vornehmen kann. Also ist wirklich alles beschrieben in einem guten Deutsch. Hochwertige, anständige Bedienungsanleitung. Wie man hier Pflege und Wartung, Reinigung und so weiter und so fort. Also Bedienungsanleitung verdient den Namen Bedienungsanleitung wirklich gut. So, und dann haben wir natürlich hier einmal die Milbenbürste. Zum Sauger kommen wir gleich und den Details. Hier haben wir einmal, wie gesagt, die Milbenbürste. Die kennen wir schon vom T10, aber auch vom T20. Ist ziemlich identisch. Hier seitlich findet ihr, wo wir mit der Münze, das ist irgendwie, war vorher noch Autowaschen. Ja, geht mal hier nur rein. Gegen Uhrzeigerrichtung. Dann kann man die hier so rausdrücken, rausnehmen. Und am Wasserhahn kann man sie waschen. Oder wenn sich hier Haare verheddern sollten. Jo. Die Milbenbürste, die ist echt Sahne. Wenn ihr damit über euer Bett geht, kriegt ihr echt eine Krise, was ihr da so rausholt. Und die setzt man hier wieder so ein. Und in Uhrzeigerichtung verriegelt man die wieder. Jo. Simpel, simpel. So, ich stecke sie hier mal auf den Staubsauger. Zack. Dann seht ihr auch, dass sie funktioniert. Und hier wird also flexibel, wenn ihr über den Polster geht, saugt sich richtig am Polster fest und holt mit der Bürste zusammen wirklich alles an Milben, Kot, Milben und irgendwelchen Unrat aus euren Polstermöbeln oder eurem Bett, eurer Matratze. Also ein super nützliches Tool, was ich damit schon aus meiner Matratze rausgesaugt habe. Also unglaublich, habe ich echt einen Schreck bekommen. Eine wirklich tolle Bürste, die gut, dass Dreamy die beilegt bei allen ihren Produkten, weil die macht echt Sinn. Okay, das war die Milbenbürste, die zu 99, also fast 100% Milbenkot rausholt. Hier seht ihr jetzt die Universalbürste. Sie ist so ein bisschen schiedig, die habe ich nicht sauber gemacht. Ja, die habe ich jetzt, wie gesagt, im Einsatz gehabt. So sieht sie dann irgendwann aus, wenn ihr jede Menge Teppiche und Hartböden reinigt. Ja, es geht noch. So, auch elektrisch natürlich. Zeige ich euch natürlich auch. Ich klipp sie hier nochmal rauf auf den Staubsauger. Zack, dreh das Ganze. Und ihr seht schon, in welchem Winkel man die drehen kann. Also, ich gehe nochmal ein bisschen wieder weiter raus. Also das Ding ist echt flexibel in allen möglichen Richtungen. So, und natürlich auch motorbetrieben. Hat auch eine leichte Unwucht. Das scheint bewusst so gemacht worden zu sein. So einen leichten Klopfeffekt hat die Bürste. Und dadurch holt die wahrscheinlich auch so super viel aus den Teppichen raus. Also was diese Bürste aus den Teppichen rausholt, ist wirklich unglaublich. Die ist richtig geil. Sie ist für Hartböden geeignet, wunderbar. Und für Teppiche ist sie auch prima geeignet. Und stellt sich vor allen Dingen, meldet dem Staubsauger, Achtung, ich bin auf dem Teppich. Und schaltet mal eine Stufe höher, ne? Um die Teppiche richtig gut zu reinigen. Hier vorne, wenn ihr hier vorne mal reinguckt, dann seht ihr es besser. Ja, ja, genau. Hier seht ihr diese Haken. Sollten sich hier irgendwelche Haare rumwickeln, werden die an diesen Haken geschreddert. Also es ist ganz selten, dass sich hier mal Haare rumwickeln. Also ich habe es bisher noch gar nicht gehabt. Ja, und selbst wenn sich hier Haare rumwickeln, werden sie geschreddert über diese Haken. So, wie kriegt man diese Bürste raus? Hier auf der Seite findet ihr so einen Drehgriff. Genau. Wie gesehen, braucht ihr nur auch gegen Uhrzeigerrichtung, genau das gleiche Prinzip. Dann könnt ihr die hier rausziehen, dann könnt ihr die unter dem Wasserhahn, das werde ich nachher nach diesem Video mal machen, unter dem Wasserhahn mal reinigen. Und hier innen drin könnt ihr natürlich, wie ihr hier seht, auch mal mit einem feuchten Lappen den Staub rausholen, um das Ganze nochmal ein bisschen, damit das wieder hübsch aussieht und schön aussieht. Und hier seht ihr auch schon ein paar Flusen.
Ja, also so könnt ihr das Ganze reinigen. Und hier seht ihr es nochmal besser. Diese Haken sind dafür da, die sind richtig spitz, um die Haare, die sich hier verfangen sollten, zu zerfetzen und aufzusaugen letztendlich. Also das ganze System kann man also auch auswaschen. Denkt daran, wenn ihr es ausgewaschen habt, lasst es 24 Stunden trocknen. Steht auch in der Bedienungsanleitung drin. Ja, und hier wieder genau das gleiche Spiel. Ihr müsst hier ein bisschen drücken und im Uhrzeigersinn wieder verriegeln, so dass diese abgeschrägte Seite bündig ist. Seht ihr hier, ne? Zack. Also wirklich simpel. Ausbauen ist einfach. Einbauen ist genauso einfach. Wirklich geil. Eine coole Bürste. Und die hat natürlich auch dieses Feature, das hat sie beim T10 nicht. Smart Adaptive. Also sprich, der hat eine Bodenerkennung mit eingebaut. Eine geile Bürste. Also diese beiden Motorbürsten sind echt cool. Das ist eine 20 Watt. Die ist 20 Watt rated. Lass mal gucken hier. 20 Watt steht hier auch drauf. Wenn ihr mal selbst lesen wollt. 20 Watt hat die. Hat sie auch beim T10 und 40 Watt hat sie hier, meine ich mal, lass mal lesen, 40 Watt, genau. Sie ist hier mit 40 Watt gerätet. Da müsste ich dich da ranzoomen, muss ich hier mechanisch machen. Seht ihr selbst. 40 Watt gerätet, auf die Spannung natürlich von dem Sauger selbst. Also ein bisschen modifiziert. Ja, also eine bewährte, gute Bürste. So, nun kommen wir mal zur Staubsaugereinheit. Hier ist der Staubsauger selbst. Das ist der Staubsauger. Der Staubsauger, der Akku ist wechselbar. Da hat hier so einen Knopf. Wenn man den drückt, kann man den Staubsauger, den Akku nach hinten rausnehmen. Das ist der Akku. Könnt ihr euch mal die Daten durchlesen, wenn ihr das wollt. Jo. Akku. Ganz simpel, kann man hier wieder reinpacken. Und dann verriegelt er auch wieder, dann ist er fest. Dann hat er einen Ausschalter, ne, den man einstellen kann. Mit dem oberen Knopf hier. Das macht man mit diesem Knopf. Jetzt muss ich das hier irgendwie so hinstellen. Scheiße, dass ihr das sehen könnt. Wie könnt ihr das sehen? Gar nicht, ne? Doch, könnt ihr doch sehen, indem ich es einfach weiter kipp hier. So könnt ihr das sehen. So. Und wenn ich den hier drücke, seht ihr, kommt auch ein Hinweis. Kontinuierlicher Betrieb. Und wenn ich wieder drücke, ist das Schloss offen. Das bedeutet, ist klar, ne? Und dann seht ihr hier auch diesen grünen Ring. Dieses blaue Ding hier vorne, das ist ein Displayschutz. Da ist eine Displayschutzfolie drauf. Die solltet ihr natürlich abziehen. Habe ich einfach noch drauf gelassen, weil die gut geklebt ist. Ich mag sowas. Und ihr seht auch hier vorne die Restlaufzeit. Dieser Ring verändert sich, der grüne. Wenn jetzt viel Dreck angesaugt wird, würde der Ring dann unter Umständen orange werden oder rot. Und auch diese Linie würde sich verändern, die jetzt grün ist. Das bedeutet, er zieht jetzt momentan keinen Schmutz. Aber wenn er Schmutz zieht, dann bildet sich hier wirklich eine grafische Linie. Ganz geckig gemacht. Umstellen kann man die Leistung. Das ist jetzt Auto-Modus. Einmal drücken. Eco-Modus. Nochmal drücken. Der mittlere Modus. Nochmal drücken. Turbo. Und zeigt auch an, wie lange Restlaufzeit. Ich finde den Auto-Modus ganz praktisch. 87 Minuten. Da stellt er sich auf den Untergrund, stellt er sich komplett selbst ein. Überhaupt kein Problem. Jetzt kann man natürlich auch noch verschiedene andere Einstellungen durchführen. Wenn man diesen Knopf hier oben, den Verriegelungsknopf, länger gedrückt hält, seht ihr, könnte man jetzt, wenn man den HEPA-Filter ausgewaschen hat, den HEPA-Filter resetten. Also ihm sagen, pass auf, der HEPA-Filter ist ausgewaschen. Ich mach's jetzt nicht, bis dieser Ring einmal durchgelaufen ist. Ich kann's auch mal machen. So, bis er durchgelaufen ist und dann wird... Seht ihr? Bumm. Das bedeutet für ihn HEPA-Filter neu bzw. ausgewaschen. Also darüber kann man HEPA-Filter einstellen. Über den unteren Knopf, wenn man den länger gedrückt hält, kommt man in den Menü. So, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also
Wenn ich jetzt nichts mache, dann stellt er sich gleich wieder in den Normalzustand. Also den paar Sekunden gedrückt halten. Und dann kann man mit Einzeldrücken durch die Menüs gehen. Ich gehe jetzt mal auf Beenden. Beenden. Warte mal. Beenden. Und das muss ich länger drücken. So. Ups. Beenden. Dann bin ich wieder im normalen Menü. Und ist mein Finger jetzt nicht im Weg. So. Ihr bekommt ihn, wenn ihr ihn frisch kauft, ist er in Englisch. Und dann geht ihr einfach auf Language. Sprache. Und dann könnt ihr ihn Sprache und Länge gedrückt halten. Wir können die Sprache umstellen auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, weiß ich nicht, Chinesisch, nochmal Chinesisch oder was weiß ich hier, Arabisch, alle möglichen Sprachen. Und dann geht ihr dann auf Deutsch, haltet ein paar Sekunden gedrückt. Genau, haltet ein paar Sekunden gedrückt. Seht ihr? 2, 3, 1. Und dann hat er jetzt Deutsch übernommen. Jetzt haben wir deutsche Menüsprache. Wieder ein paar Sekunden gedrückt halten. So, dann kann man sich noch verschiedene Aufzeichnungen angucken der letzten Tage, wie man gesaugt hat. Finde ich nicht ganz so spannend. Sprache, Aufzeichnung, das sind die Saugaufzeichnungen, die er hier gespeichert hat. Die zeigt er einem grafisch an. Und wenn man hier länger drückt, beenden. Also ziemlich simpel, seht ihr. Ne? Und wenn man einzeln drückt, kann man hier durch die einzelnen Saugstufen stellen. Auto hat er, Automodus, Eco-Modus hat er, mittleren Modus und Turbo-Modus. Ich finde den Automodus am geilsten. Da brauchen Sie sich um nichts kümmern, der Staubsauger macht alles, was er machen soll. Erkennt er viel Dreck, dann schaltet er eine Stufe hoch. Ja, das war's. Dazu, also wie gesagt, Akku kann man austauschen. Menüs habe ich euch jetzt auch gezeigt. Dieser grüne Ring verändert sich je nach Dreck, den er einsaugt. Zeigt er einem über diesen grünen Indikatorring an. Wenig Schmutz, mittlere Verschmutzung, starke Verschmutzung. Da weiß man natürlich, aha, da muss ich ein bisschen länger saugen, bis der Untergrund sauber ist. Also wenn er nur noch grün zeigt, dann ist da kaum noch Dreck. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Und zusätzlich zeigt er einen dazu natürlich auch grafisch an, wie sich so die Schmutzsituation verändert. Also ganz witzig gemacht. Hier oben hat er natürlich so ein schickes Oberteil. Jo, und dann hat man natürlich noch den 0,6 Liter Staubtank. Den kann man komplett entnehmen. Genau das gleiche wie beim T20. Hier ist ein Hebel. Wenn man den drückt, kann man den ganzen Staubtank entnehmen. Hier ist dieser Staubtank. Und hier ist die Motoreinheit hier oben eingebaut. Und jetzt gehen wir da mal dichter ran. Alter, meine Plauze hier, ne? Ignoriert mal hier meinen dicken Bauch. Also hier vorne ist der HEPA-Filter. Der ist nur gesteckt. Ich brauche den noch ausziehen. Der sitzt natürlich stramm drin. Und das ist der HEPA-Filter, den wir gerade geresettet haben. Also der sieht noch sehr, sehr gut aus. Na, kleinen grauen Schleier hat er schon. So, den könnt ihr unter dem Wasserhahn natürlich auswaschen. Ihr müsst den nicht jedes Mal neu kaufen. Also der wird mehrere Jahre halten. Der Staubsauger zeigt einen nachher auch irgendwann an, wenn der HEPA-Filter dicht ist. Dann sagt er bitte HEPA-Filter austauschen. Damit ist aber nicht austauschen gemeint, sondern sauber machen. Und im fließenden Wasserhahn den Filter einfach mal wieder sauber waschen. Das kann man, ich weiß nicht, wie oft man das machen kann. Das wird man sicherlich einige Jahre machen können. Und vielleicht in 5, 6 Jahren wäre es mal ganz angebracht, hier einen neuen HEPA-Filter einzubauen. Also hält ewig. So, der wichtigste Filter überhaupt. Das ist einer von den Filtern. Jetzt packe ich das mal weg. Und dann kommen wir hier mal zum Staubbehälter, der auch schon hier im Test wieder ein bisschen Staub gefressen hat. So, der Staubbehälter, wenn man jetzt am Saugen war und man will ihn leeren, drückt man nur den Knopf, dann springt er auf über den Mülleimer und dann fällt der ganze Dreck raus. Klopft man vielleicht noch mal ein bisschen und dann ist der ganze Schmutz draus. Ihr werdet euch wundern, was das Ding an Dreck frisst. Das ist aber beim T20 auch schon ziemlich ähnlich. So, und dieses ganze Teil hier, alle Sachen, kann man auch komplett unter dem Wasserhahn waschen. Da haben wir einmal den Pre-Filter. Das ist so ein Gewebefilter. Den kann man unter dem Wasserhahn auswaschen. Also der Pre-Filter, der schnappt sich schon mal den groben Schmutz. Die groben Verunreinigung sozusagen bleiben in diesem Pre-Filter hängen. Dann haben wir natürlich die Zykloneinheit, die kann man auch rausnehmen. Die hat so einen Hebel. Klappen hoch gegen Uhrzeigersinn. Ein ganz kleines, habt ihr gehört, ne? Jetzt kann ich auch mal weiter rüber gehen hier. So. Zack. So, verriegeln tut man ihn hier rüber.
und Endriegeln. Steht aber auch drauf. Irgendwo steht das. Ja, hier. Hier vorne steht das drauf. In welche Richtung ihr da drehen müsst. Entriegelt, verriegelt. Ja, logisch. Entriegelt in diese Richtung. Verriegelt in diese Richtung. Also ihr nehmt den Hebel hier noch hoch, ein bisschen rüber. Und dann könnt ihr die gesamte Zykloneinheit rausnehmen. Diese Zykloneinheit hier lässt sich komplett waschen. Hier seht ihr sie, die Zykloneinheit schon mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mit 12 Zykloneinheiten, Zykloneinsätzen arbeitet er hier. Und die kann man unter Fliesenwasser ganz bequem auswaschen. Hier haben wir dann nochmal einen Edelstahlfilter sozusagen drin. Also es sind verschiedene, über die Zykloneinheit wird natürlich auch der Staub abgeschieden. Hierüber wird der Staub abgeschieden und landet nachher letztendlich in dem Staubbehälter, den man natürlich auch komplett auswaschen kann. Müsst ihr keine Angst haben, könnt ihr komplett unter Wasserhahn reinigen. Das habe ich übrigens gemacht vor dem Video. Man sieht es vielleicht noch. Also er ist nicht ganz sauber. Er ist nicht ganz sauber geworden, ne? Nee. Da ist so ein bisschen Schmutz drin. Okay. Ne? Aber ihr seht, ist eigentlich relativ sauber. Ne? Zusammenbauen. Zykloneinheit genau in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen. Rein damit. So, sitzt er hier drin. Und was sagten wir? Warte mal, das war andersrum, glaube ich. Ne? Eigentlich ist es egal. Ne? Eigentlich ist es wurscht. So, reinsetzen und dann einrasten lassen. So, jetzt ist er verriegelt. Sitzt er hier anständig drin. Wenn ich ihn jetzt nicht einrasten lasse, kann ich den Hebel umlegen? Nee, kann ich nicht umlegen. Also man kann es gar nicht falsch machen. Man muss ihn einrasten, damit man den Hebel umlegen kann. So, das ist die Zykloneinheit hier wieder drin und dann kommt der Vorfilter hier wieder oben rauf. So, und diese ganzen Sachen kann man waschen. Habe ich auch getan. Bis auf den Vorfilter hier, den habe ich nicht gewaschen. Den habe ich nur ausgeklopft. Jo. Und dann kann man das wieder alles in den Staubsauger hier einsetzen. Also da kann man alle Komponenten reinigen und unter Wasser und den HEPA-Filter auch. Aber das sagt einem der Staubsauger dann auch. Also den müsst ihr nicht alle Nase lang sauber machen. Den macht nur dann sauber, wenn der Staubsauger euch das sagt. Anzeigt. So, und dann baut man das alles wieder zusammen. Ziemlich einfach. Hier seht ihr so eine Rastnase. Und hier unten das Gegenstück zur Rastnase. Das hakt ihr als erstes hier erstmal ein und dann klappt ihr das nur so zusammen. Zack, das war's. Mehr ist es nicht. Easy, ne? Für den praktischen Betrieb, wenn ihr den ganz normal benutzt, braucht ihr weiter gar nichts machen. Ihr braucht nur die Klappe aufmachen, den Staub rausklopfen, Klappe zu, fertig. Und dann vielleicht alle 2 Monate mal oder 3 Monate, je nach Verschmutzungsgrad da drin, vielleicht mal die Innereien reinigen, wie ich es euch gezeigt habe. Ne? Abnehmen. Da geht er es nur dann ran, wenn er es euch sagt. Und dann die ganze Geschichte, den mal auswaschen. Dann seid ihr durch. Schön trocknen lassen, einen Tag lang, ne? Ist klar. Zack. Zack, ihr seht, wie einfach das geht. So, und dann bauen wir das alles wieder zusammen. Zack. Zack. Einsatzbereit. Jo, mehr ist es nicht. Das war's. Ja, meine Lieben. Ich komme hier langsam wieder auf Temperatur. Jetzt wollen wir mal die. Ich habe das vorhin. Habe ich nochmal Nachschub geholt. Habe ich mir neu gemacht. Ich muss hier was trinken, echt, sonst sterbe ich hier. Ja, sind wir soweit fertig? Ja, was fehlt noch? Ein paar praktische Sachen. Natürlich habe ich auch einen Staubtest gemacht. Ne? Also der T20 überzeugt mich ja schon restlos. Ne? Aber der T30 treibt es noch mal eine Ecke auf die Spitze. Ne? Also er ist ein bisschen verspielter, er hat noch ein paar mehr Funktionen. Er hat wirklich deutlich mehr Saugleistung noch als der T20. Zumindest im Turbo-Modus. Also der geht fürchterlich ab. Ne? Und das Reinigungsergebnis ist toll. Also da kann ich jetzt schon sagen,
Tobi, ne? So, schauen wir uns jetzt mal ein paar praktische Sachen an. Ich habe natürlich wieder meinen Haferflocken-, Reis- und Linsentest gemacht. Auf dem Teppich, wie ich es bei allen Staubsaugern hier mache. Um mal zu gucken, zieht er die Sachen auch wirklich weg? Im Normalbetrieb, also im Automatikmodus. Und ja, macht er. Also der ist genauso gut wie der T20, würde ich mal so sagen, vom Reinigungsergebnis. Die tun sich beide vom Reinigungsergebnis nichts. Wo er die Vorteile hat, ist in der Leistung, wenn es wirklich um heftige Verschmutzung geht. Das saugt er, wenn man auf Turbo stellt, das saugt er weg. Also Tornado-mäßig. Also wirklich verrückt, das Teil. Ne? Aber ansonsten, Tobi im Automatikmodus, macht richtig Laune. Sowohl Hartböden als auch Teppiche, das macht er echt exzellent. Er ist schneller als der T20 bei der Teppicherkennung, in sich noch mal ein bisschen optimiert, man merkt das. Und letztendlich auch eine deutlich höhere Leistung in der Turbostufe. Ja, wo denn der Akku 2900 mAh im Sommer in acht Minuten leer gelutscht wird. Ne? Also das ist schon brachial, na klar, 550 Watt. So, jetzt schauen wir uns erstmal an. Mein Linsen-Dingsbums-Test und noch ein paar andere Tests. Da zeige ich euch auch mal das Knickgelenk, wie ich hier unter das Sofa komme, wie das funktioniert und ein paar andere Sachen im Auto noch mal ein bisschen was. Also ein paar Sachen habe ich hier so gefilmt, um euch mal zu zeigen, was man damit so machen kann. Film ab. Haben wir hier wieder meine Standardverschmutzung. Ich hoffe, das kann man sehen. Haben wir hier wieder meine Standardverschmutzung. Mal gucken, wie der Staubsauger das so wegfrisst. Der T30 im Automatikmodus.
seid ihr ja wieder. Also, alle Tests, wie auch schon beim T20, alle Tests hat der T30 mit Bravour bestanden. Hätte mich auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Ja, ihr habt es gesehen. Welches ist das bessere Modell? Also ganz klar der T30. Muss ich ganz ehrlich sagen, der T20 ist auch geil, ne? Aber der T30 ist nochmal Tick geiler, ne? Also ein Dyson-Killer, ne? Also, das Ding ist echt ein Dyson-Killer. Kann man jetzt so sagen. Und dieser Staubsauger, dieser T30 hier, bekommt von mir, wo ist der Zettel? Ich würde es vom Preis abhängig machen. Für 288 Euro ist das komplette Set, so wie es hier liegt, sensationell. Sensationell. Also, wenn ich jetzt fürs gleiche Geld den T20 kriegen würde, würde ich immer zum T30 greifen. Weil man kriegt einfach mehr im Vergleich zum T20. Ich würde es ein bisschen vom Geld abhängig, vom Preis abhängig machen. Also, mit dem T30 macht ihr nichts falsch. Das ist wirklich State of the Art. Besser geht nicht. Besser geht wirklich nicht. Der macht richtig Spaß. Das ist. Das ist ein geiles Teil. Und vor allem, das hier, das ist alles ein OLED-Display. Ne? Das ist also kein LCD-Display. Das Ding macht richtig, richtig Laune. Ne? Der ist richtig cool. Also von mir kriegt das Teil ganz klar einen Daumen nach oben. Ja, also wirklich toll. Ass rein. Wie gesagt, 288 Euro ist nicht viel Geld in Anbetracht der Verarbeitungsqualität und der Leistungsklasse. Also schön, das ist echt ein schönes Gerät. Also da hat Dreamy wieder was Tolles gebastelt. Bin ich ganz happy, dass ich drauf auf diesen Deal da eingegangen bin. Was heißt Deal? Dass sie so nach dem Motto, dass ich den mal testen darf, um Review zu machen. Bin ich echt happy, ne? Tolles System, auch mit dem Carbonrohr. Auch optisch stimmt das Ganze. Ne? Optisch, ich flansche den da mal an. Moment, jetzt wollen wir überlegen. Hier so. Zack. Also, das Teil hier. Besser geht nicht. Besser geht nicht. Das Carbonrohr fühlt sich gut an. Der ganze Staubsauger fühlt sich gut an. Der liegt geil in der Hand. Der ist super flexibel. Der hat ein Mörderzubehör. Ich hatte es euch ja vorhin alles gezeigt hier. Diese ganzen Rohre und Anschlüsse und da ist nichts irgendwie sinnlos. Das ist alles wohl, also nicht irgendwas beigelegt, nur um was beilegen zu müssen. Das passt alles. Das sind alles so Sachen, die braucht man so zu Hause. Hin und wieder mal. Das Knickgelenk, okay, das ist jetzt ein Gimmick, finde ich ganz witzig, wenn man die Anwendung dafür hat, eben um unter Couch und möglichst tief runterzukommen. Macht auch Sinn, ne? Ob man so oft braucht, weiß ich nicht. Die beiden Motorbürsten, also sauber, wirklich geil, ne? Diese beiden Motorbürsten. Ja, na gut, das darf jetzt auch sein nach so langer Zeit. Das ist eine von den neuen Akkus, ne? Ja, also wo ich stehen geblieben, bei der Milbenbürste. Was diese Milbenbürste einen da aus den Betten und den Sofas rauszieht. Da wird einem Angst und Bange. Ne? Da fragt man sich, oh mein Gott, dass ich überhaupt noch lebe. Ne? Also da kann man mal sehen, was für ein Dreck man da teilweise sitzt oder liegt. Ne? Also kann ich euch echt empfehlen für euer Bett, gerade fürs Bett, wichtig, damit ihr nicht krank werdet. Und diese V-Shape-Bürste, die ist auch ein bisschen anders. Und die vom T20 ist also ein bisschen grau. Die haben sie jetzt in schwarz gehalten. Finde ich auch gut. Also sieht noch mal ein bisschen hochwertiger aus, das Ganze. Nachher auf dem Boden so einen praktischen Saugbetrieb. Ansonsten sieht ziemlich ähnlich. Also eigentlich baugleich. Fast baugleich. Also toll, ne? Und hier unten hier seht ihr auch noch. Diese weiche Umrandung. Alles läuft gut. Die sind so ein bisschen, ja, okay. Aber laufen auch. Überhaupt kein Problem. Und hat so einen kleinen Klopfeffekt irgendwie noch, habe ich so das Gefühl. Eine kleine Unwucht, das ist wohl gewollt. Beim T20 dachte ich nämlich schon, damals bei der Bürste, die ist kaputt oder sowas. Oder schlecht gefertigt. Nee, die sind alle so. Die haben alle so, wenn man so über den Teppich geht, haben die so einen leichten Rütteleffekt. Ne? Wahrscheinlich um den Staub so ein bisschen aus dem Teppich so ein bisschen rauszurütteln oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze technisch funktioniert. Aber es funktioniert. Das ist eben das Entscheidende. Und der Staubsauger, wie gesagt, auch top, ne? Toppi.
Das Ding ist richtig geil. Das Ding ist richtig geil. Also, ihr merkt schon, ich bin echt begeistert von dem Ding, ne? Das soll aber nicht bedeuten, dass ich den T20 doof finde. Ja, das soll nicht bedeuten, dass ich den T20 doof finde. Das sind beide richtig geil. Ja, solltet ihr den T20 günstig irgendwo bekommen, schaut euch mein T20 Video an, da habe ich euch ja alle Links gepflastert. Aber der T20 ist teurer als der T30. Weil dem T20 zumindest dem T20 Pro, zwei Akkus beiliegen. Beim normalen T20 weiß ich gar nicht. Müsste ich mal googeln. Ich kann ja mal googeln. Ich google mal, was der T20 jetzt kostet. Moment, wo wir denn da so liegen? T20. 2,79 bei Amazon. Trimio Rope 359, das ist der normale T20. 2,19 bei Kaufland. Jo, aber kommt auch aus China, ne? Ja. 2,44, 2,35. Jo. Okay, geht in die richtige Richtung. Aber das war nur der normale T20. Der T30 ist der T20 auf Steroiden. Der T30 ist der T20 auf Steroiden. Gut, dass sie das Design beibehalten haben, weil das ist echt schick, ne? Das ist echt gut. Hier hört ihr schon Klöder. Ist der ganze Dreck da drin, ne? Ich hoffe, den Behälter könnte ich auch mal wieder sauber machen. Aber daran seht ihr schon, wie oft ich den hier im Einsatz hatte, ne? Dass der hier so langsam milchig wird, ne? Also. Obwohl, ich habe ihn erst heute ausgeleert. Aber schon wieder ein bisschen was drin. Jo. Ja, kann man echt nicht rummosern. Ein stimmiges System. Toll. Ja, hatte ich vorhin schon mal gesagt, ne? Ist unabhängig davon, dass ich den kostenlos gekriegt habe. Das ist wirklich so. Ich erzähle hier keine Scheiße, ne? Viele, die den, wo ich den T20 ja damals vorgestellt habe, viele oder einige von meinen Zuschauern haben sich den T20 ja geholt. Schaut doch mal unter die unten unter meinem T20 Video in den Kommentarbereich. Die sind auch genauso begeistert wie ich. Ne? Die sagen, also richtig geiles Teil. Der T30 nochmal eine Runde geiler. Ne? Aber er wurde wirklich nur im Detail verbessert. Ne? Also es gab da so einige, also er hat noch mehr Power jetzt, wie gesagt, 190 Herwatt. Also der kann schon fast einen großen, normalen Staubsauger komplett ersetzen. So viel Feuer hat das Teil. Ne? Aber Feuer frisst natürlich auch Strom. Und nach 8 Minuten ist hier Schluss, Schicht im Schacht. Aber ansonsten kann man damit die ganze Wohnung machen. Im Normalbetrieb, im Automatikmodus. Ne? Im Automatikmodus ein Traum. Ne? Also mehr braucht man eigentlich nicht. Und den Turbomodus schaltet man ja nur zu, wenn man wirklich mal so einen halben Liter Zucker irgendwo hinkippt, ne? Wenn man das mal schnell wegsaugen kann. Ne? Einmal Turbo, ein paar Sekunden, dann ist das alles im Behälter hier drin. Wenn man ein bisschen rumgesaut haben sollte. Jo, sonst habe ich weiter nichts zu erzählen zu dem Modell. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Genauso viel Spaß, wie es mir gemacht hat. Wenn ja, lasst bitte ein Abo da, wenn ihr da Lust zu habt. Es kostet euch nichts. Würde mich sehr freuen. Mach die Klingel an, auch richtig. Und gib mir einen Daumen. Ne? Ich sage das mittlerweile in jedem Video. Weil es eben wichtig ist. Auch für meinen Channel. Ne? Und für den Fortbestand meines Channels. Ja, habe ich wieder ein bisschen Smalltalk mit euch gesmalltalkt. Habe euch ein richtig geiles Produkt vorgestellt. Und im nächsten Video werde ich wahrscheinlich, also den hier kann ich bedenkenlos empfehlen. Genauso wie den T20 auch. Ihr merkt schon, ich bin hin und her gerissen zwischen den beiden Modellen. Ne? Das technisch geilere ist das. Das technisch geilere ist eindeutig das hier. Aber der ist dadurch nicht schlechter. Ne? Aber der hat mehr Power. Ne? Also solltet ihr vielleicht mal einen Gedanken daran verschwendet haben, euch einen Dyson zu holen, lasst es bleiben. Ne? Lasst es bleiben. T30. Dyson Killer. Absoluter Dyson Killer. Das ist das stärkste und kräftigste Modell. Hatte ich am Anfang, glaube ich, auch schon gesagt, was es momentan so im Akkustaubsaugermarkt gibt. Also mehr geht nicht. Selbst Dyson kriegt das nicht hin. Selbst Dyson kriegt das nicht hin. Wirklich verrückt. Dyson hat aber, glaube ich, einen größeren Staubbehälter. Ne?
Also nicht 0,6 Liter, aber da passt schon was rein. 0,6 Liter, macht den mal voll. Ne? Da seid ihr schon am Staubsaugen. Also wenn ihr eine dreckige Bude habt, ist das rucki-zucki erledigt. Ne? Aber 0,6 Liter ist auch schon einer der Staubsauger mit den größten Staubbehältern. Dyson hat, glaube ich, irgendwie ein anderes Konzept. Er hat so einen Riesenbehälter, irgendwie so zack, zack, zum Ausleeren. Und hier ist es halt mit so einem Knopf. Auch funktioniert genauso gut. Ne? Klack. Also berührungslos kann man den direkt da. Denkt dran, wenn ihr den über den Mülleimer ausleert, klopft ihr seitlich dran, dann kommt nämlich hier unten, kommt nämlich dieser ganze Milbenkot rausgekleckert und was ihr alles so im Teppich habt, was ihr gar nicht wissen wollt, was das ist. Also wirklich verrückt, was ihr aus dem Teppich rausholt. Kriegt ihr einen Schreck. Ja, Abo habt ihr gemacht, Klingel hattet ihr auch angemacht, Daumen hattet ihr auch gegeben, egal in welche Richtung. Und wir sehen uns wieder mit dem hier. Ich werde euch diesen Ruby vorstellen. Den habe ich auch umsonst gekriegt. Es wird spannend werden zu sehen, was er besser oder schlechter kann im Vergleich zum Dreamy D9 und zum Dreamy L10 Bot. Die sind ja beide geil. Das sind ja beides. Der F9 ist auch geil. Also alle Staubsaugroboter von Dreamy, die sind cool. Allgemein alle Dreamy-Produkte sind geil. Ihr merkt es schon. Ich bin echt begeistert von den Teilen. Na gut, nicht, weil ich jetzt die letzten zwei umsonst gekriegt habe von Dreamy, sondern weil die einfach cool sind. Die sind gut verarbeitet, die sind haltbar. Der T20 übrigens, der ist mir schon zweimal runtergedonnert. Ne? Der ist mir schon zweimal auf den Boden geknallt. Ne? Den habe ich irgendwo hingelegt und dann ist der mir aus der Höhe auf den Hartboden geballert. Da dachte ich, ey, der ist ja kaputt. Ne? Die können richtig was ab. Ne? Also die sind richtig robust konstruiert. Ne? Da ist nichts kaputt gegangen, gar nichts. Nichts abgebrochen. Ich dachte, ey, das ist doch schon irgendwo eine Ecke weggefetzt oder sowas. Ne? Also ist richtig hart, richtig harten Drop hat das Ding hinter sich. Und als wenn nie was wäre. Also die sind robust. Die sind echt robust. Die Teile, gut, sicherlich, wenn man die aus dem zweiten Stock schmeißt, dann ist er auch kaputt. Ne? Aber so sind die robust und solide konstruiert. Habe ich nichts daran auszusetzen. Also alles gut. Alles geil. Das Einzige, was ich auszusetzen habe an den Teilen nach wie vor, diese Wand. Diese dübelnde Wandhalterung, also das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach, das finde ich echt blöd, ne? Dass Dreamy da nicht irgendeine andere Lösung hat oder sowas. Ne? Okay, die Wandhalterung an sich, die ist gut, aber ich würde sie nicht an der Wand haben wollen. Ich würde sie ganz gerne irgendwie anders als Standablage haben wollen, die man irgendwo hinkramen kann. Aber wie gesagt, unter dem Video findet ihr ja meine Standablage, diesen Universalhalter. Und der ist richtig geil, insbesondere weil man das ganze umfangreiche Zubehör da wirklich komplett unterbringen kann, ne? Hatte ich euch ja vorhin gezeigt, das entsprechende Bild. Ne? Lava, lava, blafaselsülz. So, jetzt höre ich auf. Es ist auch schon spät genug. In wenigen Stunden stehe ich wieder auf und piese zum Rathaus meinen Reisepass abholen. Ja, und, ups, jetzt habe ich auch mal die Schlamm im Auge gehabt. Entschuldigung. Jawohl. Schwitzen und alte Katastrophe, echt. Jetzt habe ich hier schon so Schlamm im Auge. Jetzt fehlen hier nur noch so eine Schleimspuren hier in den Mundwinkel, ne? Wie die alten Leute so haben. Na, so alt bin ich noch nicht. Ich hoffe, das dauert noch ein paar Jahre, bis hier Schlamm und Schleim ansammelt. Ne? Oder so beim Sprechen so ein schmatzendes Geräusch. Ne? Dritte Zähne mäßig. Ne? So weit ist das zum Glück auch noch nicht. Zwar nicht die schönste Pressleiste, aber die ist soweit intakt. Ne? Funktionsfähig. Noch. Oh, guck, wie lange noch. Ja, lasst euch überraschen. Als nächstes, wie gesagt, der hier. Dann, ne, den mache ich ganz zum Schluss, weil ich muss euch ja auch noch den Beamer zeigen. Ich wollte euch noch meine Leinwand, die ganze Installation wollte ich euch hier nochmal vorstellen. Insbesondere den Beamer, der ist echt cool. Und da habe ich noch ein paar Sachen in der Pipeline. Also so schnell wird uns nicht langweilig. Also ich habe hier noch wirklich ein paar tolle Projekte am Start. Mir fehlt bloß immer manchmal so ein bisschen die Zeit, ne? Weil man muss sich dann ja auch ein bisschen drauf vorbereiten. Ihr seht es auch hier an dieser ganzen Zettelwirtschaft und auch mit dem Ausprobieren. Ich musste hier echt viel rumsaugen und das Ding wirklich vergleichen. Wo ist der Vorteil, wo ist der Nachteil? Also Nachteile habe ich nicht gefunden. Eher noch leichte Vorteile, ne? Ja klar, weil der einfach Detail verbessert ist. T20 auf Steroiden, also der T30 ist der T20 auf Steroiden oder der Dyson Killer, würde ich ihn auch fast bezeichnen. Ne? Also, ja. Man kann es auch für in Anführungszeichen wenig
in Anführungszeichen relativ wenig Geld, muss ich die Brille doch wieder aufsetzen, für 288 Euro. Einführungspreis, Einführungsdeal bei AliExpress. Das ist echt ein guter Preis, ne? Das ist echt fair, ne? Also günstig. Das würde ich einfach sagen, das ist günstig für das ganze Paket, ne? Amazon 6,99 indiskutabel, aber solltet ihr Interesse haben, klickt trotzdem drauf. Ich werde zumindest die nächsten 3-4 Wochen ein Auge drauf haben und sobald es da günstig ist, werde ich den Link da unten einpflegen und unten in der Videobeschreibung, unter dem Video. Drei Links werdet ihr da finden. AliExpress, Amazon, also den T30 bei AliExpress im Einführungsangebot, den bei Amazon und den Universalständer. Den kauft bitte nicht in weiß, weil holt den das Ganze in schwarz, weil in schwarz sieht das dann auch anständig aus mit dem ganzen Zubehör, insbesondere weil natürlich auch viele Sachen auch so angeschwärzt sind und das Rohr schwarz ist und die Bodenbürste schwarz ist, das passt alles prima zusammen, also optisch, habt ihr ja auf dem Foto gesehen, ne? Also top, ne? Jo, und jetzt würde ich sagen, ich beende das Video jetzt. Jetzt trinke ich noch einmal ein bisschen Tri-Top Waldmeister. Und dann sollte es auch gewesen sein. Ja, ich hatte wieder eine Menge Spaß, ihr hoffentlich auch. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye. Haut rein. Peace.